herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Vielleicht haben einige von Ihnen den Flyer gelesen oder sind gerade wegen des Flyers hier. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum ist die Heute-Show interessanter als die meisten Nachrichtenshows? Und warum sind die oft informativer und unterhaltsamer sowieso, die Heute-Show, als die Nachrichten? Und das dachten wir, müssen wir mit absoluten Profis der Branche besprechen. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass die Herren, die hier sind, gekommen sind und vor allem, dass diese Dame gekommen ist, Katja Kipping. Muss ich eigentlich nicht viel zu sagen, ist natürlich Mitglied des Bundestages, weil sie auch die Parteivorsitzende der Linken ist. Schließt sich das eigentlich aus? Du könntest gar nicht Parteivorsitzende der Linken sein, ohne Mitglied des Bundestages zu sein, oder? Doch, wir haben ja auch eine Doppelspitze und mein Co-Vorsitzender Bernd Rixinger ist zum Beispiel nicht im Bundestag. Genau. Gut. Frau Kipping ist beides, Mitglied des Bundestages und Parteivorsitzende. Und wir sind sehr glücklich, dass Sie hier sind. Zu Ihrer Rechten sitzt Till Reiners. Er hat mehrere Kabarettpreise gewonnen, unter anderem die Ingolstädter Pfanne. Das finde ich immer so herrlich, diese Kabarettpreise. Kann ich mich. Das ist, ich habe es aufgeschrieben, natürlich. Die St. Ingberter Pfanne. Der Stuttgarter Besen war es. Und jeder, ja, das ist genau. Für sein letztes Programm, da bleibt uns nur die Wut. Zumindest das Programm 2014. Und er spielt hier sein neues Programm, was ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Sie können sich ja selbst überzeugen, ob Sie nach der Diskussion noch Lust haben. Till Reiners ist jedenfalls hier im Dezember im Meerenhof-Theater. No? So ist es. Habe ich alles richtig gemacht? Ja. Neben mir sitzt ein Mann, zu dem ich eigentlich auch nichts sagen muss. Ich weiß nicht, also ich bin zumindest mit ihm aufgewachsen. Wenn ich jetzt ins Publikum gucke, für einige von Ihnen vielleicht auch. Arno Frating ist, finde ich, der Mann, der in Deutschland Kabarett erfunden hat. Ich weiß, aber ich darf das sagen. Du musst jetzt Nein sagen oder Sie müssen jetzt Nein sagen. Genau, das ist die Verabredung. Genau, nehmt euch doch jeder. Ist das, guck mal, das ist Luxus hier. Nein, ich habe das Kabarett überhaupt nicht erfunden, aber ja. In einer Phase, als alle Politik gemacht haben und ernst waren, haben wir gesagt, das muss mal lustiger werden. Genau. Hat sich Arno Frating singend vor den Castor gelegt. Genau. Kann man so sagen. Das hat ja gewirkt, wie man weiß. Das, genau. Ich habe das dann auch versucht zu kopieren, das Modell. Ich kann nicht ganz so gut singen, aber ich habe auch vor dem Castor gelegen und habe dabei an Sie gedacht. Oh, verrückt, oder? Hat Ihnen das schon meine Frau gesagt, also in meinem Alter? Ich habe singend vor dem Castor gelegen und an Sie gedacht? Ja, meine Tochter hat das noch nicht zu mir gesagt. Ach so, gut. Ja. Naja, gut, das zählt ja nicht. Eine Dame, die Sie nicht kennen, eine Frau, die Sie nicht kennen. Nein. Gut. So viele Damen liegen auch nicht vor Castoren, also sonst wären wir weiter. Sonst wären wir schon weiter, ja. Gut, auch das Thema soll heute erörtert werden, ob sich mehr Frauen vor Castoren werfen sollten. Hagi Butzko, auch hier möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, wie glücklich ich bin, dass Sie Zeit hatten zu kommen. Viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich aus der Anstalt. Sie haben viele eigene Programme, unter anderem morgen hier in diesem Theater wieder, übermorgen auch, mit und Supervision. Übermorgen auch. Also ja, ja. Bis so. Es wird durchgespielt. So ist er. Bis Sonntag wird durchgespielt. Ja. Gut. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ingolstädter Pfanne haben Sie nicht gewonnen. Nee. Die ist Kabarettpreis 2014. Glücklicherweise an mir vorbei. Vorbeigegangen. Aber was ist das? Da ist ein Bombenpreis, aber, ne? Ist schon ein Bombenpreis. St. Ingberter Pfanne. Hast du die Hänge? Für die Kenner der Szene, ohne Scheiß. Einer der, also ist gar nicht so ungeil. Aber nee. Ist der mit dem größten, wo alle drüber lachen müssen. Was ist? Cool, das ist ja wirklich sehr. Nee, es gibt noch einen anderen und ich überlege aber schon die ganze Zeit, deshalb bin ich innerlich so ein bisschen abgelenkt. Das hatte mir eine Kollegin erzählt, das ist eine Glocke und damit läutet sie immer zum Essen, damit die Kinder zum Essen kommen. Das ist auch ein Kabarettpreis. Das ist der Kleinkunstpreis, den hast du gewonnen. Die Glocke ist der Kleinkunstpreis. Ach so, hat Arnulf aber auch gewonnen. Genau. Ja. Ihr läutet alle damit zum Essen, nicht nur. Ja, ich habe zweimal gewonnen. Einmal mit den Tornados und einmal solo. Also, und du hast zwei Glocken. Von den Tornados, so wie ich hörte, ist jetzt im englischen Theater und läutet da die Pausen ein. Also Sie haben ihn weitergegeben, die Glocke, den Preis. Ich habe mir fast gedacht. Oder vielleicht an Frau Kipping. Die hat wenig Gelegenheit, einen Kleinkunstpreis zu gewinnen. Nee, das steht gerade nicht auf meiner Liste. Aber vielleicht könnte man die Glocke trotzdem weitergeben. Oder Kleinkunstpreise für Kabarett an Politiker weitergeben, als stille Aufforderung. Das wäre dann so ein ganz freundliches Geschenk, oder? Ja. So ohne Augenzwinkern. Das wäre sowas wie die goldene Himbeere. Ich hätte. Ja. Was wäre das? Das wäre sowas wie die goldene Himbeere dann, ja.
Na, es gibt ja sowas, den Orden wieder den tierischen Ernst in Aachen. Der wird immer verliehen, zum Beispiel an Herrn Westerwelle wurde der verliehen und alle möglichen Politiker, um, das ist ja wie bei vielen Preisen, Entschuldigung, aber das ist ja oft Stadtmarketing oder Standortmarketing oder Theatermarketing. Bei der Ingolstädter Pfanne habe ich auch den Verdacht. St. Ingbert, so, es ist St. Ingbert, eine wunderschöne Region im Saarland, ja, also jeder Saarländer hier wird kopfschüttelnd da sitzen und ich denke, heute Abend sind viele Saarländer auch da. Genau. Also, aber siehst du, man merkt, du bist völlig infiltriert. Da möchte ich solidarisch sagen, ja, es ist die St. Ingberter Pfanne. Geil, geil, geil. Es war ein Mordsabend. Ich möchte dir nochmal gratulieren. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Konzept sehr gut funktioniert. Es soll heute ein Gespräch sein. Ich möchte es auch sehr schnell öffnen ins Publikum. Also die Aufforderung ist, alle sollen so viel dazwischen quatschen wie möglich. Bitte auch an Sie, dass wir das möglichst wenig in diesem Frage-Antwort-Stil abhandeln. Obwohl ausreden lassen eine gute Idee ist. Das muss ich vor allem aber mir selbst sagen. Also bitte dazwischen quatschen mit ausreden lassen. Danke ans Mehringhof-Theater. Das wollte ich noch sagen, dass wir hier sein dürfen. Und dann wollte ich noch was ganz Wichtiges sagen. Die Bar ist die ganze Zeit geöffnet, weil es jetzt so ein bisschen eher Wohnzimmer ist, dachte ich, Mensch. Mehringhof-Theater muss auch heute ein bisschen Geld verdienen. Ich bitte Sie, möglichst viel zu trinken. Das ist Saufen für die Kunst, ist das Konzept, was wir auch am Heimathafen pflegen. Ich bin Britta Steffenhagen, ich darf am Heimathafen auftreten und darf heute moderieren und freue mich. Ich stelle die erste Frage, möchte ich bitte an Herrn Rating stellen. Herr Rating, stimmt es eigentlich, dass Sie irgendwann in den 70ern mal Auftrittsverbot im Fernsehen hatten und wie glauben Sie, das wäre heute noch möglich? Das ist heute durchaus noch möglich, das wird nicht so heißen, aber es gibt ja immer, heute geht es über Geschmackskriterien oder sonst was oder und das gibt es genauso und das war auch damals nicht offen ausgesprochen, das hat aber genau 5 Jahre gedauert. 5 Jahre ist ganz schön lang. Ja. Ja, das war damals, war gar nicht so politisch, sondern wir hatten die Kirche oder den katholischen Glauben beleidigt. Und das war hat zu einem Strafprozess geführt und hätte beinahe zu unserer Verurteilung geführt. Und aber dem haben wir uns entziehen können durch gute Argumentation und gute Anwälte. Ich wollte gerade sagen, durch die gute Argumentation vorgetragen von guten Anwälten. Ja, und wir selber durften auch was sagen. Also als Angeklagte darf man auch sprechen im Prozess und das haben wir auch gemacht. Hast du das eigentlich, Entschuldigung, darf ich ganz kurz? Ja, das ist ja geöffnet. Ja, ja, ne, ist ja offen. Ne? Hast du das gemerkt dann, die 5 Jahre, so rein zuschauerzahlenmäßig? Hat das geschadet? Nein. Damals überhaupt sowieso gar nicht, weil es damals schick war, nicht im Fernsehen zu sein. Ja. Also das waren wir auch stolz drauf. Und muss ich sagen, bin ich heute auch immer noch ein bisschen stolz drauf, nicht im Fernsehen sein zu müssen und nicht so eine Karriere zu haben, wo man das Fernsehen als Verstärker braucht. Und das ist eine wunderschöne Unabhängigkeit. Wem sagst du das? Ja. Genau, wem sagst du das? Ist es nicht heute schon wieder schick, nicht im Fernsehen zu sein? Also ich kenne eigentlich nur Leute, die nicht ins Fernsehen wollen. Aber liegt das nicht eher daran, dass die meisten Sachen im Internet angeklickt werden und gar nicht mehr über Fernsehen geschaut werden? Also der Verstärker heißt heute, ich will jetzt kein Product Placement machen, YouTube oder so? Ja, es muss ja erstmal aufgenommen werden und die Mühe macht man sich oft nicht. Das macht das Fernsehen halt. Das Mehringhof-Theater schon. Mhm. Ja, aber ja, in einer guten Qualität. Das können wir uns nicht auch anschauen. Die Herr Rating auch für akzeptabel hält, wo er das dann freigibt. Genau. Ja, wobei ich schon sagen würde, dass also in unserer Branche doch das Fernsehen noch immer der größte Verstärker ist. Ja. Also was über alternative Kanäle stattfindet, das sind dann die sogenannten YouTube-Stars. Da ist aber eine ganz andere Generation, die auch auf ganz andere Zielgruppen abzielt. Was in unserer Branche heutzutage funktioniert, ist bekannt werden übers Fernsehen. Kann man das so sagen? Ja, ist immer noch so, würde ich auch sagen. Also. Aber wenn das so ist und man jetzt, also darauf zielt ja meine Frage ab, böses Kabarett im Fernsehen macht, bekommt man dafür heute noch Fernsehverbot? Da sagen Sie ja, Herr Rating. Das kommt heute noch vor. Na, jetzt im Moment, also zum Beispiel durch das Wirken der Anstalt, auch im ZDF, auch in der alten Fassung, sind die Tore etwas weit geöffnet. Also da war ja, die Anstalt war sehr frech, nachdem in München, also nachdem die Geschichte im Grunde genommen in der katholischen Kirche mit dem Missbrauch hochgekommen ist. Und früher war es auch im ZDF, gerade auch im ZDF, nicht gern gesehen, dass da kirchliche Themen angesprochen wurden, kritisch. Und in dem Moment konnte sich eben keiner wehren.
Und diese Chance hat damals die Anstalt sehr ausgenutzt. Und seitdem kommt man da, glaube ich, nicht mehr so schnell hinter zurück. Ich glaube auch, dass es heute image-schädigend ist, was zu verbieten. Also, dass sich das dann noch schneller rumspricht als die Sendung oder das, der Stein des Anstoßes und dass es dann sogar noch mehr im Zweifelsfall über alternative Kanäle. Ja, so offen Kanäle mit dem Verbot läuft das ja nicht. Das war immer schon so, also das war schon in 70er oder 80er Jahren so, dass das eine interne Geschichte war. Besonders, da ist man irgendwo hingekommen und irgendeiner hat gesagt, ah, ich finde das toll, was ihr macht, aber ich kann das leider nicht so bringen, weil ich bin hier der letzte Linke in der Anstalt und wenn ich das bringe, dann ist hier alles schwarz und wenn ich rausfliege und dann machen wir das besser nicht. Und da hat man dann aus Mitleid gesagt, gut, dann machen wir das nicht. Naja, und dann gab es diesen berühmten Fall mit dem Scheibenwischer, wo sich das Land Bayern mal aus einer Live-Sendung ausgeschaltet hat, weil die den Rhein-Main-Donau-Kanal gerade kritisieren wollten. Das gab es auch mal. Also das heißt, es war glaube ich, eine Live-Sendung, kann das sein? War der Scheibenwischer live? Ja. Die haben den Rhein-Main-Donau-Kanal zum Thema gehabt und mitten in der Sendung kam im ganzen Sendegebiet von Bayern schwarzer Bildschirm aus. Was natürlich für die Popularität des Scheibenwischers nur genutzt hat. Ja. Und des Rhein-Main-Donau-Kanals. Bist du eigentlich in der Tourismusbranche tätig? Weil es schon die zweite Tourismuswerbung, oder? Ja. Danke. Lebt der Rhein-Main-Donau-Kanal eigentlich von Ingolstadt nach St. Hubert? Das wäre jetzt die entscheidende Frage. Es ist so. Er hat den Kanalpreis bekommen. Als dritten Preis, den wir bisher noch nicht genannt hatten. Gut, auf was ich hinaus möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, heute ist sehr viel mehr möglich, auch wenn, darauf wollte ich auch noch hinaus, die eine Sendung, die von der Anstalt verboten wurde, wo die Verbindungen zwischen bekannten Journalisten in unserer Republik und amerikanischen Thinktanks aufgedeckt wurden. Na, sie wurde nicht verboten, sie wurde aus der Mediathek entfernt. Na klar, man kann sie, läuft nachdem auf sie gelaufen war. YouTube-Kanälen natürlich weiter. Und extrem erfolgreich, ist ja auch eine extrem interessante Sendung. Wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sich auf den YouTube-Kanälen, wer Lust und Zeit hat, das lohnt sich wirklich. Die war dann danach noch populärer, die Sendung. Aber es ist eben heutzutage doch sehr viel mehr möglich als, würde ich sagen, noch zu Herrn Ratings Zeiten. Und auf was ich hinaus will, ist, ob heute Kabarett viel mehr als Ablasshandel funktioniert. Also ich gucke mir eine Kabarett-Sendung an, beziehungsweise unser politisches System, die Politiker erlauben Kabarett-Sendungen und können sich dann mehr im politischen Alltag erlauben. Also die Frage ist, inwieweit Kabarett im Fernsehen tatsächlich als Kritik eine Funktion hat, die ihr das System stützt, als kritisiert. Danke. Gern geschehen. Also da gab es, glaube ich, mal zum Beispiel die Untersuchung, dass solange Rainer Brüderle in der Heute-Show durch den Kakao gezogen wurde, es den Beliebtheitswerten von Rainer Brüderle genutzt hat. So, das jetzt zur Stützung der Theorie. Mhm. Gegenstimmen. Aber also Politik entscheidet ja eh nicht über Erlauben und Verboten von Sendungen, sondern das ist ja auch aus gutem Grund dem Zugriff entzogen. Ich würde eher so sagen, ich hatte ja eher den Eindruck, im Zuge der ganzen, also als die Griechenland-Krise oder die Euro-Krise und die Situation in Griechenland so eine starke Rolle gespielt hat und es eine sehr einseitige Darstellung in der breiten Medienlandschaft gab, man das Gefühl hatte, dass die aufklärerischsten Beiträge zu dem Thema halt von Satire gekommen sind, unter anderem von der Anstalt. Und wo viele Leute eher, es ist mir aufgefallen, ich habe die Sendung gar nicht gesehen an dem Abend, als die das erste Mal lief, sondern mir fiel nur auf, dass bei Twitter alle, die man kannte, auf einmal Land auf Land abgeschrieben haben, endlich mal was Aufklärerisches, was nicht im Mainstream liegt und das Beste, was man zu dem Thema gelesen und gehört hat und so weiter. Also das war jetzt nicht so Folge von Ablasshandel, aber einfach eine Freude darüber, dass es mal eine andere Sicht gibt, jenseits einer total dominanten und einseitigen Erzählung, die sonst in den Medien vorgeherrscht hat. Und warum übernehmen Politiker nicht mehr diese Aufgabe, Dinge klarzustellen und aufzudecken? Ich dachte schon, warum übernehmen wir nicht die Aufgabe, die Leute zum Lachen zu bringen? Weil wir Das macht ihr zu Genüge. Nein. Das findet ja, also ich würde sagen, es gibt halt unterschiedliche Instrumente. Also ich würde mal sagen, du hast halt
kann jetzt auch nur aus der Situation einer Oppositionspolitikerin reden. Wir haben ja sowohl die ein paar Instrumente, zum Beispiel investigative kleine Anfragen zu stellen und da Fakten- oder Untersuchungsausschüsse einzusetzen und die dann halt zum Beispiel die Verwicklung von Geheimdiensten mit braunen Terrorismus, also NSU-Untersuchungsausschuss beispielsweise, oder mein Fraktionskollege Jan van Aken, der wirklich investigativ immer wieder aufklärt über die Verstrickung der Bundesregierung und der Geschäfte der Rüstungslobby. Das sind ja schon Möglichkeiten, wo wir Fakten raustragen, aber natürlich braucht man dann als Politik oder als Opposition auch ein Medium oder eine Plattform, von wo aus du so und so viel Öffentlichkeit erreichen kannst. Und da ist natürlich ein gut besuchtes Kabarett oder eine Fernsehsendung deutlich im Vorteil. So. Auch weil sie natürlich mit ganz anderen Instrumenten arbeiten darf. Also die wunderschönen Rollenspiele, die es in der Anstalt gibt. Im Bundestag musst du halt alleine vorne nur mit der Kraft deiner Rede. Und jetzt muss man ja auch mal sagen, dass Leute, die gute Schauspieler werden, in der Regel eher in den Beruf wechseln, anstatt in der Politik zu landen. Ja. Weil sie womöglich in der Schauspielschule nicht genommen wurden. Rainer, du hast ja Politik studiert. Warum bist du nicht Politiker geworden, sondern Kabarettist? Weil du so ein guter Schauspieler bist? Hätte ich keine Partei gewollt, oder? Immer sofort rausgeflogen. Nee, keine Schauspielschule. Also wenn man Politik studiert, wird man selten Politiker, sondern wird man auch also Politik studiert. Ja, also dann ja, so, sondern genau, wird man meistens Journalist oder Lobbyist oder so. Wenn man Jura studiert, dann wird man eher Politiker. Das ist eigentlich das Fach Nummer eins. Wie war die Frage? Warum du nicht Politiker geworden bist? Ich habe da nicht das Sitzfleisch. Ich habe da nicht, also ich habe an der Uni so ein bisschen Hochschulpolitik gemacht und so. Und dann gibt es ja diese Diskussionen, die dauern immer so 3-4 Stunden. Und man weiß eigentlich, dass man Recht hat. So, und die anderen brauchen dann noch 3 Stunden. So, sie verstehen, dass du Recht hast. Genau. Ja, und manchmal haben sie es auch gar nicht verstanden. Ja, da war ich besonders gekränkt. So, und ja, und das ist, ne, also es ist ein total langer Prozess und man muss sich da aufreiben und auch irgendwie zurückstecken und so. Und Bühne ist natürlich was total Radikales. Man kann radikal seine Meinung sagen. Das ist fantastisch. Und das ist was sehr, ja, das ist nichts Demokratisches erstmal. Man sagt seine Meinung, fertig. So, und das ist fantastisch. Das macht mir erstmal mehr Spaß. Ja, so, ja. Aber das finde ich einen interessanten Aspekt, weil ich habe das Gefühl, dass in der Politik ich immer weniger Politiker sehe, die radikal ihre Meinung sagen. Wäre jetzt meine These, sondern ich sehe immer mehr Politiker, die mit der Wählerstimme schachern und denen vorher genau gesagt wird, oh nee, wenn du das sagst, da verlieren wir die 3 da rechts außen. Das darfst du nicht sagen. Also ist jetzt natürlich bewusst ein bisschen zugespitzt formuliert, aber dass ich immer weniger ehrliche Meinung sehe und dass ich die immer mehr beim Kabarett sehe. Und das hat nicht nur was mit der kabarettistischen Form zu tun, meiner Meinung nach. Reden von mir haben Sie denn schon gesehen? Ja, nein. Gut, Sie sind natürlich die Ausnahme, Frau Kippe. Nein, also wenn Sie jetzt darauf abspielen, dass man irgendwie anspielen, dass man Leuten nach dem Mund redet, gerade sozusagen eine Flanke da Richtung rechts offen hält. Ich komme ja aus Dresden. Dresden ist ja viel in der Öffentlichkeit, dass es dort wirklich mit Pegida nicht nur eine Demonstration gibt, sondern das spiegelt auch, finde ich, eine weit verbreitete Stimmung in der leider in der Dresdner Bevölkerung wieder. Zum Glück muss man sagen, es sind Dresden nicht bloß diese Leute, da gibt es auch ganz viele andere, die haben bloß keine Zeit, immer jeden Montag auf die Straße zu gehen. Die machen nämlich konkrete Flüchtlingshilfe und Solidarität und damit sind die komplett beschäftigt. Das hat aber halt nicht so eine Öffentlichkeit, weil das sind viele Orte, viele Menschen an vielen Orten, die einfach ganz konkret was tun, aber halt nicht so sozusagen immer wieder zum Demonstrieren und Hetzen gehen. Aber ich habe zum Beispiel in Dresden ganz bewusst mich entschieden, da von Anfang an ganz klar Flagge dagegen zu halten und da war jetzt mein geringstes Problem, womöglich ein paar Wähler zu verlieren, sondern das Problem ist natürlich, dass so eine Bewegung da nicht besonders begeistert darauf reagiert, wenn jemand eine Meinung hat, die nicht pro Pegida ist. Also was ich an Schmähschriften und Drohungen bekommen habe und was so an Anrufen bzw. direkten Besuchen in meinem Wahlkreisbüro anläuft, das ist alles andere als schön. Also insofern erlebe ich da natürlich, dass seine Meinung zu haben und klar Flagge zu zeigen gegen Rassismus in Zeiten wie diesen, das ist was, wo man viel Gegenwind bekommt, aber wo ich auch im Gegenzug sagen muss, die tolle Erfahrung ist, gerade jetzt in diesem, sag mal, Spätsommer gewesen, zu sehen, dass es halt was ist,
wo ganz viele Leute nicht drauf gewartet haben, bis eine Politikerin oder irgendjemand, ein führender Minister gesagt hat, so, jetzt müssen wir mal die Flüchtlinge willkommen heißen, sondern einfach losgegangen sind und gemacht haben. Und das bevor die meisten führenden Politikerinnen ihre Sprechzettel dementsprechend ausgerichtet hatten. Also wenn wir jetzt kurz ernst reden, hatte ich den Gefühl, dass diesen Sommer so eine Entwicklung gab, dass die Zivilgesellschaft einen Einfluss auf die Sprechzettel der meisten Politiker genommen hat und bis hin, glaube ich, in die Bildredaktion. Also Zivilgesellschaft treibt Bild, weil eine Zeitung, die bisher jetzt nicht dadurch aufgefallen ist, dass sie total sensibel ist, sozusagen rassistische Ressentiments zu vermeiden, auf einmal eine große Kampagne startet, wir helfen Flüchtlingen, das ist ganz viel PR und viel Verlogenheit dabei, aber das war, glaube ich, auch eine Reaktion darauf, dass es so eine große Welle, so eine Rebellion der Herzen gab, und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil die Frage des Studiums eine Rolle spielte. Also ich habe weder Jura noch Politikwissenschaften studiert. Ich habe zwar einen Politikwissenschaftler geheiratet, ja, aber ich habe... Hat Schauspiel studiert. Das hatte ich bereits irgendwie mit 10 Jahren abgehakt, weil ich immer nur die zweite Rolle in der Laienschauspiel, also die Vertretungsrolle in der Laienschauspielgruppe bei uns in der Schule bekommen habe. War das für eine Rolle? Bei allen möglichen Übungen. Ich war dann immer nur der Ersatzhahn oder so. Der Ersatzhahn? Okay, und, das klingt wirklich traurig. Deshalb sind Sie in die Politik gegangen. Ich habe Literaturwissenschaften studiert in anderen Sprachen. Genau. Die hatte ich sogar gelesen, ja. Aber ich wollte trotzdem noch mal darauf hinaus, also auf das Gros. Mir geht es jetzt nicht so sehr um Ihre Reden, sondern um das, auch was Ihre Kollegen machen. Also wenn Sie beschreiben, dass die Leute aufs Kabarett so reagieren, Mensch, endlich sagt mal einer, was Sache ist, oder endlich legt einmal einer verdeckte Verbindungen von Politikern auf. Warum machen das nicht die Kollegen? Warum haben Politiker generell, gibt es so wenig Reden, die es wert sind, sich anzugucken? Also man kann sich die Bundestagsdebatten ja angucken, und das macht ja keiner mehr, weil das auch zum Teil also dermaßen anstrengend ist, dass es am Anfang, also ich habe da noch, seit wann kann man sich die Übertragung angucken? Das ist doch noch gar nicht so lange. Herr Rating, Sie müssen mir helfen. Wissen Sie das? Das weiß ich nicht, weil ich gar keinen Fernseher zu Hause habe. Also, aber das gibt es schon 20 Jahre oder so? Ja, eben, aber erst 20 Jahre. Und ich weiß noch, wo das nämlich anfing. Und da habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und habe angefangen, die zu gucken, und dachte so, Mensch, jetzt kriegst du mal mit. Und also das war ja wirklich eine Zumutung. Also Herr Reiners hatte das so gut in seinem Programm formuliert, fand ich, das vorherrschende Mittel der herrschenden Klasse ist gerade Unverständlichkeit und was war das Zweite? Du kannst dich nicht mehr an dein Programm erinnern. Hör ich zum ersten Mal. Nee, aber klingt gut. Ja. Also fand ich nämlich auch sehr gut. Also Unverständlichkeit war auf jeden Fall dabei, und deshalb, das war zum, warum wir Satire brauchen. Ach so, ja. Und deshalb muss das Mittel der beherrschten schräges Denken sein, so formuliere ich es jetzt mal um, oder widerständiges Denken. Und das ist genau mein Gefühl seit mindestens 8 Jahren. Es geht vor allem um Unverständlichkeit. Und im Kabarett habe ich das Gefühl, bitte korrigiert mich, geht es um Verständlichkeit. Also, ja, um, also der Roger Willemsen hat ja mal ein Jahr lang auf der Zuschauer... Roger Obernaut. Ja, genau. Der Roger Willemsen hat ja mal ein Jahr lang auf der Besuchertribüne im Bundestag jeden Tag gesessen, genau, und darüber ein Buch super geschrieben. Genau. Ich habe das Buch selber, muss ich gestehen, nicht gelesen, aber die Interviews, die er dazugegeben hat. Und was er da allein beschrieben hat, wie viel routiniertes Abspulen von Ritualen da stattfindet. Das könntet ihr euch gar nicht erlauben. Das ist mit Sicherheit natürlich nicht gerade fördernd, Politik dann spannend über den Fernsehapparat in den Wohnzimmersessel zu bringen. Das zweite Medium ist dann die Talkshow. Also wo findet Politik denn noch statt für den Fernsehzuschauer? In den Talkshows. Und da ist der Eindruck natürlich schon der, dass da viel auf Stichwort Phrasendrescherei und Abklopfen von beharrenden Standpunkten stattfindet, und dass mal irgendwas in der Talkshow überraschend stattfindet, dass mal wirklich irgendeiner aus irgendeiner Phalanx da ausbricht und irgendwas sagt, das mich überrascht, findet höchst selten statt. Und da ist natürlich eine Kabarett-Sendung einfach von vornherein überraschender, weil allein das Arbeiten, das Hantieren mit Pointen schon mal die Überraschung zum Konzept einer Sendung macht. Und wenn dabei dann noch Inhalte und gerade die Anstalt, wie sie dann eben tatsächlich auch noch investigativ vorgeht. Also wir haben gerade über NSU gesprochen. In der letzten Anstaltsendung, da gab es einen Aspekt, das habe ich nämlich neu erfahren, der ist noch gar nicht in der Presse bespiegelt worden, nämlich dass Gehirnmasse fehlte bei diesem einen getöteten Terroristen in dem Caravan. Ja. Das ist zum Beispiel noch gar nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt gewesen. Das heißt, die Frage ist eben, dass das Medium, über das
verbreitet wird, ist für den Politiker entweder die Rede im Bundestag oder die Talkshow. Während das Medium fürs Kabarett die Kabarettsendung ist. Und das ist einfach ein anderer Kontext, in dem man da agieren kann. Ist das, stellen Sie damit eine politische Gegenöffentlichkeit her, die wir auch brauchen? Also es ist eine zweigeteilte Frage. Brauchen wir eine politische Gegenöffentlichkeit und stellt Kabarett die her? Herr Rating, vielleicht auch nochmal. Soll ich auch noch was sagen? Ja. Ich würde das sagen. Also es hat sich sehr viel verändert. Also zum Beispiel, als wir angefangen haben in den 70er Jahren, war es eben so, wir haben auf Teach-Ins gespielt und da wurde fürchterlich viel geredet und da wurden Standpunkte hin und her vorgeführt und es wurde sehr viel informiert. Und unserer Meinung nach fehlte damals der Impuls zum Handeln. Und den haben wir gesagt, den kann man nur eigentlich emotional gewinnen, weil Reden zerredet ja auch. Und dann haben wir eigentlich aufgrund dieser Informationen Witze gemacht, sozusagen, um die Emotionalität in die Debatte rein oder in die Bewegung reinzubringen, die zum Handeln führt. Und heute ist es so, dass das genau umgekehrt ist. Also die ganze Gesellschaft ist durchwitzt. Also wir haben früher gesagt, Deutschland ist ein Humorentwicklungsstandort. Und inzwischen ist der Humor so weit entwickelt, dass selbst Politiker welchen haben, gelegentlich. Lachen aber, ist Mainstream. Aber die Information kommt zu kurz. Und durch den Charakter unserer medialen Öffentlichkeit, also zum Beispiel dieses ständige Konfrontiertwerden mit News, also die ja auch permanent aktualisiert werden, wenn man das jetzt im Internet verfolgt, weil meinetwegen bei Spiegel Online oder so, findet ja ein Konkurrenzkampf statt. Wer hat wann am schnellsten möglichen die neuesten Nachrichten? Und trotzdem ist das mit der Gehirnmasse nicht durchgedrungen, auch interessant. Das führt zu so einer Gierigkeit nach immer großen Neuigkeiten, ist aber nichts, was Zusammenhänge herstellt. Und das kann, finde ich zum Beispiel in der Anstalt, wie sie jetzt ist, vorbildlich gemacht, dass da auch mal auf eine Pointe verzichtet wird, um Zusammenhänge herzustellen. Und genau das ist wichtig. Also diese Sendung, wo sich dann Josef Joffe von der Zeit beschwert hat, was selten vorkommt. Also das früher hat man in 50er Jahren oder 60er Jahren, auch noch vielleicht in 70er Jahren, hat man Politiker sehr schnell provozieren können. Da haben die einstweilige Verfügung und sowas, dann haben die Politiker ja gelernt, sowas macht man nicht. Wie Beispiel hier unser FDP. Heini, das macht eigentlich eher populär, wenn man da drin vorkommt. Und wer ehrlich gesagt nicht im Kabarett in der Heute-Show vorkommt, das ist eigentlich ein Politiker, der unbekannt ist. Das muss man schon so sagen, weil so funktioniert die Öffentlichkeit. Und also da wurde auf eine Doktorarbeit zurückgegriffen von Uwe Krüger, Meinungsmacht, die sehr erhellend ist, also die eben nachweist, dass die führenden Journalisten der sogenannten Leitmedien alle eingebunden sind in US-amerikanische Thinktanks. Und das ist eigentlich ein Wissen, das müsste, früher hätte sowas der Spiegel enthüllt. Ja. Aber genau das funktioniert nicht mehr und findet nicht mehr statt. Und deswegen ist da wirklich das Kabarett in einer guten Funktion, das zu tun. Entschuldigung, ganz konkret nur, wer das nicht gesehen hat. Es ging doch auch darum, dass Josef Joffe eine Rede für unseren Bundespräsidenten geschrieben hat und zwei Tage später diese Rede selbst in seiner Zeitung gelobt hat. Also das war doch der Gipfel von diesem, oder? Das habe ich jetzt im Detail nicht drauf. Gut, das ist jetzt der Bildungsauftrag, alle müssen das nochmal, aber man kann es ja trotzdem bei YouTube gucken, das war ganz konkret. Oder war es der andere? Oder war es der andere? Das ist ein Joffe und wie ist der andere Knabe? Wie? Nonmacher? Ich glaube, es war Nonmacher. Und da ging es doch darum, dass er die Rede geschrieben hat. Okay, wenn wir jetzt gerade hier ein bisschen schwimmen, würde ich gerne mal auf das Argument mit den Talkshows zurückkommen. Ich glaube, es gibt da wirklich einen strukturellen Unterschied. Wenn ihr ein Programm von euch macht, habt ihr die Möglichkeit, mehrere Minuten am Stück zu reden und Zusammenhänge darzustellen. Und gerade wenn du eine kritische Absicht hast, es gibt ja auch Kabarett, so zumindest Comedy, was jetzt keine kritische Absicht hat, sondern nur Klickzahlen erheischende Absicht hat. Aber sozusagen auch noch in der Politik so unterschiedlich. Aber wenn du eine kritische Absicht hast, musst du ja schon manchmal Zusammenhänge darstellen, auch manchmal herrschende Erzählungen auseinandernehmen und sagen, es ist überhaupt nicht so ein Beispiel von Griechenland, das Sparen, Sparen, nochmals Sparen, ein wirtschaftlich am Boden liegendes Land hochbringt, sondern ganz im Gegenteil. Und da muss man halt erstmal ausholen und gegen Mainstream-Meinung argumentieren. Und du brauchst dann mal
manchmal mehr als 30 Sekunden. Wenn du in einer Talkshow, also es gibt Männer, die sind meistens irgendwie über 50 in Regierungsfraktionen, die schaffen das auf 5 Minuten am Stück mit unglaublicher Ruhe zu reden, ohne dass sie unterbrochen werden. Du musst aber, also ich weiß das, wenn ich in einer Talkshow bin und anfange mit Reden, muss ich die ersten Aussagen so platzieren, dass sie an sich schon stimmig sind, selbst wenn ich nach 20 Sekunden unterbrochen ist, was werde, was nicht selten vorkommt. So. Und das macht natürlich einen darstellenden Zusammenhang deutlich schwieriger, als wenn man sein eigenes Programm darstellen kann. Also da finde ich, hat schon Talkshows manchmal, klar, es soll nicht eine langatmige Erzählung ausatmen, aber das zu schnelle Dazwischengehen führt oft dazu, dass du nicht mehr Zusammenhänge darstellen kannst. Zum also Punkt. Das soll jetzt hier nicht die Frage sein, warum Politiker keine Kabarettisten sind. Also das ist uns, glaube ich, allen klar. Also was unser, nee, die Instrumente sind unterschiedlich. Das ist klar. Zweiter Punkt von mir war, ich finde auch, weil die Kritik der fehlenden Verständlichkeit, ich würde es nicht nur auf der B-Notenebene abhandeln, sondern ich glaube, ein Grund für Verdrossenheit oder Desinteresse auch an Politik oder Demokratie liegt halt daran, wenn alle Leute den Eindruck haben, es ist sowieso alternativlos. Oder egal im Übrigen, wer am Ende in einem Land gewählt wird, es gibt eine Schuldenbremse, man darf nicht mehr Geld ausgeben. Oder jetzt zum Beispiel von Griechenland, egal wer in der Regierung ist, es gibt am Ende immer eine Troika, die entsprechend erpresst. Also in dem Moment, wo der Sachzwang zum goldenen Kalb wird, um das alle rumtanzen müssen, warum sollen sich Leute dann noch dafür begeistern? Also deswegen würde ich sagen, es hat in den letzten Jahren, auch im Zug des Neoliberalismus, eine Art, wir nennen das ja eine Postdemokratie, also eine Entleerung des politischen Raums gegeben, der auch dazu geführt hat, dass das Interesse an Demokratie erstmal abgenommen hat. Und weil die Leute es nicht mehr als was erleben, wo Mensch, es macht Sinn, wenn ich mich sofort melde. Aber die Leute gucken ja die Kabarett-Shows. Also ich empfinde es eben nicht so. Die Leute sind nicht unpolitisch. Die Leute gucken die Kabarett-Sendung und sind dankbar, dass jemand eben mal Zusammenhänge darstellt, die man dann nochmal weiter recherchieren kann und wo ich eben nicht eine halbe Stunde brauche, um zu verstehen, was derjenige jetzt meint, obwohl das der gewählte Volksvertreter ist. Also das finde ich, ist nämlich auch was so ein bisschen immer vorgetragen wird. Die Leute sind alle nicht mehr politisch interessiert. Ja, aber das war ja gar nicht mein Argument. Mein Argument ist, wenn führende Politikerinnen permanent den Eindruck erwecken, wir müssen das so machen, wie wir es jetzt machen. Es gibt keine Alternativen zu Privatisierung. Das ist ein Problem, ja. Es gibt keine Alternativen zu Privatisierung. Es gibt keine Alternativen zum Sparen, weil das der einzige Weg ist. Und dann sagen, ist ja egal, wie man jetzt zum Bürgermeister in der Stadt wählt, müssen sowieso alle kürzen, weil wir sparen müssen. Oder selbst dann hast du auch den Eindruck, naja, man kann ja gar nicht mehr selbst mit einem Volksentscheid oder einem Bürgerentscheid womöglich nichts mehr ändern. Und dann gibt es Momente, wie beispielsweise hier in Berlin, wo mittels eines Volksentscheides das Tempelhofer Feld erhalten wurde. Das ist ja was Leute wieder für Politik und Demokratie begeistern kann, weil man merkt, Mensch, hier habe ich mit meinem, zum Beispiel, indem ich ein paar mit meinem kleinen, bescheidenen Beitrag, den ich leisten kann, wenn ich nicht Berufspolitiker bin, ich habe Unterschriften, also man hat Unterschriften gesammelt, man hat seine Stimme abgegeben. Das ist halt dann motivieren. Das heißt, es gibt eben, wie Volker Pispers, der Kollege, sagt, es gibt eben keine Politikverdrossenheit, genau, sondern Politikerverdrossenheit. Absolut. Das, und dann wären wir wieder bei diesen Ritualen, die man eben als Bürgerinnen und Bürger im Fernsehen zu sehen bekommt, in einer Talkshow. Sie haben das jetzt mal gut erklärt, warum das so abläuft, wie es abläuft. Der Effekt ist trotzdem ermüdend, langweilig. Es ist für alle eine Phrasendrescherei, und das erfrischende Moment ist dann tatsächlich eben entweder in Politmagazinen, die wollen wir auch nicht vergessen, die auch sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Also was da an Monitoren, Panorama und wie sie alle heißen und Brennpunkt und so weiter. Und eben die Satire- und Kabarett-Sendung tatsächlich. Und mir hat ein Journalist vom MDR mal gesagt, kann es sein, dass der Journalismus, die Presse als kontrollierende Staatsgewalt, die anderen drei Staatsgewalten kontrollieren, sondern selber eine Kontrollinstanz brauchen, dass die Satire inzwischen diese Kontrollinstanz übernommen hat. Das war meine Frage nach der Gegenöffentlichkeit. These. Genau, also die vierte Gewalt sozusagen. Die Satiriker. Ja. Es gibt ja auch in einigen Ländern schon Satiriker in der Regierung. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Frau Kipping, wäre das denn eine Möglichkeit, zum Beispiel sich mal eine Rede von einem Kabarettisten schreiben zu lassen? Es gibt womöglich Leute, die in der Lage sind, auch so eine Rede gut zu präsentieren. Ich
muss reden, die wirklich überzeugend kommen, selber entwickeln. Und da lasse ich mir gerne mal irgendwie einen Tipp geben oder wir entwickeln gemeinsam irgendwie einen Slogan. Aber damit ich es überzeugend rüberbringen kann, muss ich es selber entwickelt haben. Und wie gesagt, also wir haben, glaube ich, sogar, wenn man im Bundestag sich das anguckt, es gibt einen, der war früher mal Schauspieler, der ist jetzt im Abgeordneter im Bundestag. Aber ansonsten merkt man einfach, die Leute sind nicht gut darin, in eine andere Rolle zu schlüpfen oder was wiederzugeben, was sie nicht selber entwickelt haben. Ich finde, das merkt, also haben ja auch Zuschauer ein Gespür, wann wird jetzt einfach was abgelesen oder wann kommt was richtig aus den Leuten heraus. Ja, man muss auch sehen, jetzt nochmal zurück auf Uwe Krügers Arbeit, Meinungsmacht, sehen, dass die Öffentlichkeit ja in einer ganz bestimmten Weise strukturiert ist. Also nicht nur, das sehe ich ja völlig ein, das ist genauso, dass man in 30 Sekunden was gesagt haben muss in der Talkshow, sonst wird man unterbrochen. Aber man muss ja auch sich angucken, wer sitzt in diesen Talkshows. Und das sind eben sozusagen Vertreter auch einer ganz bestimmten politischen Linie, die da bewusst reingesetzt werden oder sich da bewusst reinsetzen. Und dann muss man, wenn man das Thema Presse diskutiert, einfach auch diskutieren, dass das zusammenhängt mit Geld. Also die Presse ist ein um ihr Überleben kämpfendes Medium, jetzt die gedruckte Presse. Und wir alle wissen, wie die Zahlenhonorare von Journalisten sind. Das ist sozusagen ein prekärer Beruf geworden. Auf der anderen Seite gibt es, das sieht man hier gerade in Berlin, gibt es Thinktanks, wo Leute also viel Geld bekommen dafür, dass sie politische Argumentationen entwickeln. Und die Leute, die in den Talkshows sitzen, die sitzen da nicht einfach so wie wir hier, sondern die sitzen als Interessenvertreter mit wirklich ausgefeilten Argumentationen, wo sich Leute, die viel Geld verdienen und hier unter anderem in der Stadt die Mieten so hoch treiben, sich hingesetzt haben und dafür gesorgt haben, dass eine Argumentation zustande kommt. Und die haben auch, sobald Frau Kipping sich meldet, das Gegenargument schon parat, weil die das vorher geübt haben und studiert haben. Und das muss man sich klar machen, dass das eine strukturierte Öffentlichkeit ist viel mehr, als wir glauben. Das ist nicht einfach so, dass die mal nett zusammensitzen und das muss man ganz klar sehen. Also das ist nicht nur so, dass die Kommentare der Leitmedien und die Kommentatoren eingebettet sind, sondern das ist auch in der ganzen Fernseh-, also man kann das ja zum Beispiel mal diskutieren am Beispiel VW. Ja, wo wir immer dachten, Deutsche sind sauber wie VW und pünktlich wie die Bahn. Und jetzt werden unsere Werte kaputt gemacht durch die ganzen Zuwanderer. Und wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass unsere Werte ja schon kaputt sind. Wir wissen alle, dass die Automobilpresse, also jeder kennt ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, dann wird da der neue Bentley vorgestellt oder so ein Auto, was sich keiner von uns, selbst wenn er sich leisten wollte, leisten könnte. Das wird gut besprochen, dann steht dann klein drunter, die Fahrt zur Präsentation wurde ermöglicht durch Mittel der Firma VW oder was. Also dieser ganze Journalismus ist ein gekaufter Journalismus, da kriegen dann Leute mal die Gelegenheit nach Malaga 3 Tage zu fliegen in ein Hotel und in ein schönes Umfeld und dürfen mal mit so einer Limousine fahren. Und wenn man das nicht entsprechend berichtet, dann wird man nicht mehr eingeladen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und es gibt eben genügend Journalisten, die sich danach drängen. Und es hat natürlich auch, bevor es VW gab, Stimmen gegeben, die gesagt haben, wie unser europäisches Normtestverfahren ist, das ist also Selbstbetrug. Also wir selber betrügen uns, ja, weil wir sagen, unsere Autos verbrauchen so wenig. Die ganze Journalie macht das aber alles mit und die EU-Kommission, die Politiker, die arbeiten dann ja auch, wissen wir ja, Herr Wissmann und so, sehr stark daran, was gibt inzwischen Testverfahren zum Beispiel, wo man so ein Testgerät in ein Auto reintut und fährt damit im Alltagsverkehr. Gibt es. Aber dann sagen die, das müssen wir erst EU-mäßig und frühestens 2017 und so. Und alle wissen im Grunde genommen, dass die ganzen Werte geschmuggelt sind. Und das weiß auch natürlich die Politik, deswegen ist die Überraschung ja so gespielt. Aber der Punkt ist ja, warum sagen es die Politiker nicht? Und warum sagen es dann die Kabarettisten? Also wir brauchen die Gegenöffentlichkeit der Kabarettisten. Ja, weil die alle, bestochen sind. Frau Kipping. Es gibt ein wunderbares, es gibt ein wunderbares Buch von einem SPD-Politiker
Und das heißt, wir Abnicker, der hat selber im Energieausschuss gearbeitet, wo Lobbyisten besonders Interesse daran haben, auf die Leute dort einzuwirken. Und er hat geschildert, wie der Lobbyismus funktioniert. Und ich glaube, es ist nicht so platt, dass die einfach richtig Geld in die Hand, also ich weiß nicht, aber ich würde sagen, die wenigsten Abgeordneten im Bundestag werden einfach direkt über Geldzuweisungen dann Stimme bitte so abgeschmiert. Ich glaube, der Lobbyismus funktioniert anders. Er hat das total, das wie ein Theaterstück beschrieben. Es hat so, die kommen, die laden dich ein. Wundersamerweise sagt er, alle Kohle-Lobbyisten waren immer für denselben Fußballclubverein wie ihr, währenddessen die Umweltaktivisten kamen immer und haben ihnen erstmal ein schlechtes Gewissen gemacht. So. Dann wird man eingeladen, dann gibt es natürlich wunderbar aufbereitete, vermeintliche, neutrale Fachinformationen, so, die immer darauf hinauslief, dass es ohne Kohle überhaupt nicht geht, wundersamerweise. Und das finde ich, also ich glaube, der Lobbyismus funktioniert viel subtiler und die aber halt, die richtig viel Geld haben, auch um vermeintlich unabhängige Expertise herzustellen. Und dann gibt es noch so eine Form von Kampagnen, die vorgeben, dass es um ganz andere Interessen geht. Und da hier so viele Atomkritikerinnen zusammensitzen, ich meine deutlich machen, es gab ja ein wunderbares Instrument, was Hermann Scheer, der große Politiker, mit auf den Weg gebracht hat, das Erneuerbare Energiengesetz, was wirklich mal ein gutes Instrument der Politik war, um erneuerbare Energien voranzutreiben. Das Ergebnis war natürlich, dass die großen Energiekonzerne, denen das nicht so gefallen hat. Und um dann die Stimmung dagegen zu machen, hat man nicht gesagt, nee, wir wollen weiterhin auf Kohle und Atom, weil wir damit mehr Geld verdienen, setzen, sondern man hat den Eindruck erweckt, die Strompreise steigen, das ist ein großes soziales Problem für kleine Unternehmen, für die armen Leute und daran sind natürlich zu 100% die erneuerbaren Energien dran schuld. Da haben wir immer, also zumindest die Fachleute meiner Fraktion, dagegen gehalten, haben ausgerechnet, das stimmt nicht, die machen bloß ganz wenig, also irgendwie 0,5 Cent oder so pro Kilowattstunde daran aus, aber die Initiative, die Kampagne, die damals die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ganz klar Geld im Hintergrund hat gestreut hat, war so dominant, dass egal wo in welchem Kaff ich war, Leute wütend sagten, ja diese Spargel, diese Windräder, die da stehen, die sorgen dafür, dass ich jetzt gestiegene Strompreise habe. So. Und das war so ein Beispiel, man merkt, so funktioniert Lobbyismus mit Kampagnen, die vorgeben, Interessen ganz anderer zu vertreten. Und da ist immer Aufgabe von Satire wie von kritischer Politik transparent zu machen, wessen ökonomischen Interessen da tatsächlich dahinter stehen. Wäre mit Sicherheit mal ein Thema für die Anstalt. Ja. Lobbyismus. Und ist immer wieder. Wenn wir das jetzt hier ansprechen, glaube ich, wird es auf eine Notiz kommen. Ja. Machen wir. Ja, das aber ich, wir. Was mich doch interessiert, Entschuldigung, ich will jetzt gar nicht auf Sie als Politiker, mir geht es jetzt hier nicht um Politikerschelte, aber um das System. Was ich mich frage ist, wenn Sie wissen das, und ich glaube sogar, dass einige von uns hier wissen, dass das sehr viel subtiler funktioniert. Wobei ich das, was Sie beschrieben haben, auch noch nicht so subtil finde, sondern das weiß man. Und das weiß man auch als Politiker, dass es so funktioniert. Wieso schaffe ich es als Politiker, auch gerade als ein Politiker in einer gehobeneren Stellung, nicht eine Gegenöffentlichkeit zu organisieren, indem ich Journalisten anrufe, sage, Leute, was soll das? Wieso kriegen wir diesen Gegenwind? Wir haben hier die anderen Zahlen. Wieso werden die so wenig publiziert? Wieso ruft jetzt, platt gesagt, jemand von der Linken nicht bei der Süddeutschen an und sagt, sag mal, seid ihr irre, in jedem Kaff, wo ich hinkomme, muss ich mir diesen Mist anhören, das ist überhaupt nicht zu halten. Warum schreibt ihr nicht mehr über eure Atomsubventionierung von Atomstrom seit 40 Jahren? Warum passiert sowas aber nicht? Oder also darf ich mal kurz ein was spiegeln? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn man Comedy und Satire und Kabarett immer in einen und denselben Abwasch und über die Lustigen reden würde. So, ich finde, Politik ist total divers und es gibt in der Politik ganz unterschiedliche Ansätze und ich möchte ungern für die Regierung, gerade vor allen Dingen nicht für die aktuelle, in die Haftung genommen werden. So viel Distanzierung dann muss sein. Ansonsten, ja, was wäre doch aber noch in Ihren Fragen schimmerte schon die Antwort mit auf, weil Politik natürlich immer ein Medium zur Verbreiterung der guten Argumente, der vielen Fakten braucht. Klar, wir können einiges selber machen, dank Social Media, dank eigener Webseiten, aber natürlich sind sozusagen du bist auf die Verbreitung durch die Massenmedien angewiesen und dort hast du ganz selten ein Format, wo du immer 30 Minuten ein Erklärvideo immer sozusagen, kannst ja nicht mal von der Linken, wir haben ja zu verschiedenen politischen Themen Erklärclips hergestellt, die Zusammenhänge wiedergeben, aber das sind ja nicht diejenigen, die du einfach mal so in den Fernsehsendern abspielen darfst, sondern um sowas in die Fernsehsender reinzubekommen, brauchst du richtig viel Geld und die Kohlelobby, die hat halt ein Geld, da kann eine kleine Partei wie die Linke, die keine Großunternehmen spenden bekommt, überhaupt nicht mithalten. Also die Kohle kann sich Anzeigen kaufen, die sich die Linke nicht kaufen kann.
Also ich glaube tatsächlich, also Politik wird immer dann interessant, wenn es eine Zuspitzung gibt und dann, wenn es irgendwie eine Transparenz gibt und irgendwie, ah, okay, da, die hat der Position, die hat die Position, und wenn dann gesagt wird, so, ja, es sind Sachzwänge, so, okay, dann ist langweilig, dann ist boring. Das können ja Medien durchaus leisten. Wir reden immer von den Medien. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. So. Also es gibt dann, also es gibt so Privatradiosender, die sind raus. So, die, das ist, von denen ist es nicht zu erwarten. Genauso wie Privatfernsehsender, das ist sowieso egal. So, ja, ist ja wirklich so. So, die haben daran kein Interesse. So, aber Mario Barth deckt auf RTL auf. Genau, ist, ja, bis auf Mario Barth. Der schafft es. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wann der Name. Genau. Aber sonst gibt es noch so Öffentlich-Rechtliches. So, da weiß man nicht, warum die nicht mehr machen. Also, das stelle ich mal so als Frage in den Raum. Wenn ihr das wisst, so gerne. So, habe ich keine Ahnung. Es ist wirklich furchtbar. Es gibt so 3 Magazine, die geil sind. So, alles andere ist Mist. Und es gibt viel zu viel Mist. So. Und gerade in diesen Talkshows wird immer wieder mit so überkommenen 0815-Phrasen argumentiert. Das sind Rituale. Die ich überhaupt nicht, ja, genau. So, also, was ist denn ihre Position? Und dann werden auch immer so Sprachbilder bemüht, so, wo man sich denkt, so, ja, die Frage ist falsch und die Antwort kann dann nur noch falscher werden. So, das ist nicht cool. So, und so, das ist öffentlich-rechtlich. Warum? Das hätte Potenzial, dass man da irgendwie kritisch sein könnte und dass man irgendwie begeistern könnte für Politik. Dann gibt es Journalismus. Und die könnten das ja auch leisten. Und ich glaube, also, das Problem von Journalismus ist erstmal, das war früher eine Lizenz zum Gelddrucken. So, das unterschätzt man total, aber das ist wirklich so. Zeitungen haben eine unfassbar hohe Profitrate gehabt. Das gab es dann irgendwann nicht mehr. Jetzt gibt's Internet. Die sind so, ne? Jetzt erst merken die, oh, vielleicht können wir nicht immer so weiterfahren. Vielleicht müssen wir wirklich mal was machen. Und die Gegenreaktion vieler Zeitungen ist aber oft die genau falsche, nämlich zu sagen, ja, wir müssen unterhaltsam sein. Aber es gibt 2 verschiedene Formen von Unterhaltung. Es gibt eine Unterhaltung, die heißt Verflachung. Und es gibt eine andere Form von Unterhaltung, die heißt eben Zuspitzung, also Interesse zu schaffen dadurch, dass man Inhalte formuliert, dass man, ne, dass man eine Position formuliert. So, leider findet viel zu oft diese Verflachung statt und nicht dieses, was nämlich total cool sein kann, auf einer halben Seite darzustellen, das ist die Position, deswegen ist sie falsch, fertig. So, das kann auch total, das muss halt prägnant sein, das muss extrem gut sein und man braucht extrem viel Zeit. Das zu leisten, so. Das verpennen viele Zeitungen. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein Problem und haben die auch sich selber so ein Problem geschaffen. Die hatten in den 60er, 70er Jahren, die waren so fett im Game. Ja, so, die waren drin im Geschäft und haben dann irgendwann verpennt, haben dann irgendwann sich diesen Mainstream auch angepasst, so, und haben verpennt, irgendwie ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht irgendwie nachzukommen. Ja, also das könnten die leisten, also das ist ja da, es gibt das ja, es gibt ja, also ja, also es ist jetzt nicht nur so, also, und das ist ja eher traurig, also es wäre ja eher gut, wenn wir das jetzt, also ja, es klingt jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, also so ein bisschen heldenhaft so, ja, und dann ist das Kabarett da und dann sind die nochmal die Gegenöffentlichkeit, das ist ja winzig klein, das ist ja immer noch, das ist ja, das können die ja gar nicht leisten, also das können wir alle nicht leisten, so, also dann gibt es dann immer mal so Speerspitzen und dann gibt es eine Anstalt, wo 3 Leute recherchieren, die Anstalt recherchieren 3 Leute, das zeigt, wie viel man machen kann, wenn man Zeit hat, so, wenn man Zeit hat und einigermaßen Ressourcen hat, irgendwas zu machen, das sind nicht die Mega-Brains, die lesen halt Zeitung. So, ja, ernsthaft, also es gibt dann nachher einen Checks oder steht drin, die Zeitungsartikel, glaube ich, gelesen, deswegen können wir das sagen, aber die suchen das halt raus und ein guter Journalist, glaube ich, wäre in der Lage, genau diese Fakten so zusammenzutragen, ja, wenn er Zeit und Geld hat. Da Sorry. Hat Arno schon widersprochen, ja. Da hast du vorhin schon gesagt, die haben die Zeit nicht mehr, erstens, sie stecken unter Existenzkampf, die stecken unter Lohnkampf, der Tagesspiegel hat gerade alle freien Festen, ja, erstmal aufs Glatteis geschoben, ja, und haben eben diesen Klickzwang, möglichst schnell die neueste Neuigkeit dieser auszuschießen. Dieser Zwang ist aber bei denen so, das ist doch Quatsch, die können nicht gegens Internet gewinnen. So, das ist, mich interessiert gar nicht mehr, was in der Zeitung steht, weil, ja, das kenne ich aus dem Internet. Zeigt mir die Zusammenhänge. So, das kann Journalismus leisten. Dafür ist es gut. Ich will da nicht irgendwelche Infos zusammengeballert bekommen. Da gehst du doch davon aus, als gäbe es einen idealen Journalismus, der genau diesen Impuls hat. Und das ist ja genau nicht der Fall. Der Journalismus ist ein Apparat, der interessengesteuert ist und geldgesteuert ist. Und das ist das Problem. Wir haben eine Öffentlichkeit, die durch Geld gemacht ist.
Also wie an dem Beispiel, ich meinte ja nicht so, so unsubtil habe ich das nicht gemeint, dass die Politiker selber das Geld in die Hand kriegen, sondern die Politiker sind umgeben mit Strukturen, also bei jeder Talkshow, irgendwie, irgendwann ist das immer rausgekommen, bei Sabine Christiansen, wie oft da die Vertreter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft drin waren, teilweise zu zweit oder zu dritt, wo man denkt, ja gut, der ist von der CDU und der ist vom, vom Unternehmerverband und so, die wären alle unabhängig, aber die reden sozusagen alle in die gleiche Richtung und die haben sozusagen den Boden bereitet für die Harzreform, wo wir alle, also wir alle jetzt, sage ich mal so, ich natürlich nicht, aber wo wir gedacht haben, das muss jetzt sein, das muss jetzt gemacht werden, wir sind Schlusslicht in Europa, wir brauchen Reformen und wo so ein Klima erzeugt wird. Genauso wie wir die Situation haben seit der Ukraine oder jetzt aktuell nach Paris auch, wir brauchen mehr Sicherheit, wir brauchen bestimmte Strukturen, das muss jetzt sein und die NATO und sowas. Also zum Beispiel vorgestern war in der Tagesschau, deswegen ist es ja, also im Internet, deswegen ist es ja auch gut, wenn man diese Medien zur Kenntnis nimmt, war ein Interview mit dem deutschen Vizechef von BlackRock, was der größte in den letzten zehn Jahren der größte Investor geworden ist. Die verwalten Gelder von fast 5 Billionen Dollar. Und der hat, während oben alle geheult haben, Paris, oh schrecklich, wir haben Angst und so, hat der ganz nüchtern gesagt, der wurde gefragt, was hat das für die deutsche Wirtschaft, wo BlackRock sehr viel investiert hat, für Folgen. Und da sagt er, naja, der Staat wird seine Austeritätspolitik aufgeben müssen und die müssen jetzt einfach Geld für Sicherheit ausgeben und da wird der Staat sich verschulden, aber den Unternehmen wird es gut tun und das wird die nach vorne bringen. Das steht da so ganz offen drin und das sind Interessen und das ist viel Geld, was da unterwegs ist und dafür schaffen die Strukturen. Die wären doch blöd, wenn sie das nicht machen würden. Und genau dafür gibt es diese ganzen PR und als Journalist ist man ja dann selber in einer Situation, da gibt es vielleicht ein paar, die bei der Taz arbeiten oder beim ganz normal, bei der Tagesspiegel hat jetzt alle freien Mitarbeiter bis Weihnachten entlassen, weil angeblich das Weihnachtsgeschäft nicht so gut läuft. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und wenn dann einer kommt und macht einem den Vorschlag, man könnte in einer Hochglanzbroschüre vom Golfclub mal einen Artikel für 3.000 Euro oder irgendwas, weiß ich nicht, aber ne, dann ist das eben ein Argument. Und das, also da ist viel Geld da, genau wie bei der Kohle, bei der ganzen Energieindustrie. Man hat sich ja, ich habe mich immer gefragt, es gab nachher, nachdem also die Energiewende klar war, also dass es da nicht mehr weitergeht, kam der Wert, irgendwo mal ist er in der Zeitung erschienen, dass man mit einem Atomkraftwerk 1 Million Euro am Tag verdient. Das war eine Zahl, die hatte ich vorher wirklich noch nicht gelesen. Und da muss man auch, wenn man nur, ich rede jetzt zu lang, aber wenn man das Beispiel Scherer, der sollte ja in Hessen Energieminister werden und wie da das Ergebnis der Wahl von Frau Ypsilanti umgedreht wurde, also jetzt behaupte ich mal ganz locker, nur um Biblis noch über die Runde zu retten. Und da gehen wir dann so naiv ran und sagen, ja, das ist die Öffentlichkeit und die Zeitung, die schreiben das halt so, die sollten mal mehr in die Richtung. Nein, die sind in einem ganz stark eingebundenen Kontext. Aber es könnte doch auch passieren, dass jemand zu dir kommt, oder also zu Ihnen kommt, Herr Ratting, und sagt, pass auf, dein Programm, ich spendiere dir mal eine Deutschlandtournee. Jemand von VW. Würdest du nicht annehmen, oder doch? Nein, das würde ich nicht machen. So. Und das also müsste das, doch das eigentlich. Ist, das ist ja billig, so billig würden die bei uns auch nicht kommen. Ich weiß, aber dann, ich habe es jetzt mit Absicht zugespitzt, aber was mich interessiert, inwieweit das eben immer eine, inwieweit lässt man die Strukturen zu als Journalist, als Chefredakteur? Also es hilft uns doch nichts, immer wieder das runterzubeten, dass die Medien gekauft sind. Das wissen Sie doch seit der Taz-Gründung, wofür Sie sich so eingesetzt haben. Also das ist doch auch nicht neu. Ich finde, da muss man, also das ist dann, also man kann einerseits sagen, okay, die Leute sind politikverdrossen und auch irgendwie dann informationsverdrossen und so. Ja, okay, aber dann gibt es ja dann eine Leerstelle, die kann man ja füllen. Also es gibt durchaus eine Sehnsucht von Leuten, glaube ich, dass sie irgendwie gute Informationen bekommen. Und ich bin mir da vollkommen bewusst, dass es da auch viel gesteuerte Sachen gibt und so, klar. Aber die sind ja nicht alle gekauft, die sind ja nicht alle beeinflusst. Also das ist, nee.
Das glaube ich nicht. Und ich glaube, wenn man sich die Taz anguckt, da müsste ja dann jedes Mal, das müsste ja jedes Mal eine journalistische Offenbarung sein dann. Das ist es ja auch nicht. Ne? So, also da kann man noch viel machen, glaube ich. Also da ist doch Potenzial. Du hast vollkommen recht, also ich sehe das ja auch so. Also da ist viel gesteuert und so und es gibt wirtschaftliche Zwänge und da gibt es Anzeigen einfach von großen Konzernen in Zeitungen. Na klar. Aber es gibt auch Leser. Aber es gibt auch Leser. Es gibt trotzdem. Ich lange für gekämpft. Ja, also ich habe mich ja. Sollte kein Angriff sein. Ich bin jetzt wahrlich nicht immer jeden Tag froh über das konkrete Ergebnis journalistischer Arbeit, aber ich muss jetzt doch mal eine Lanze für ein paar Vertreter dieser Zunft brechen. Also weil ich finde, selbst in den großen Zeitungen gibt es Journalisten, die über Dinge berichten, wo man sagt, Gott sei Dank wird das öffentlich gemacht und verbreitet. Also um nur mal ein Beispiel von ganz vielen zu nehmen. Eine Journalistin hat sich auf den Weg nach Golzow gemacht. Golzow ist so ein kleines Brandenburger Dorf, bekannt zumindest zu DDR-Zeiten, die Kinder von Golzow. Und in diesem Dorf sollte die Schule geschlossen werden, weil die nicht mehr genügend Kinder haben, weil das passiert, was überall im ländlichen Raum im Osten passiert, die Kinder werden immer weniger. So. Und was ist jetzt passiert? Es sind zwei Flüchtlingsfamilien dahin gezogen, diese Stadt. Und dank der Flüchtlingskinder kann diese Schule erhalten bleiben. Und das heißt sozusagen, diese Flüchtlinge sind nicht als eine Bedrohung wahrgenommen worden, sondern sind ein richtiges Geschenk für dieses Dorf. Und ich finde, in Zeiten, wo permanent so ein Trostszenario gemacht wird, wo führende Regierungsvertreter von Obergrenzen reden, dass eine Geschichte erzählt wird, wo Menschen, die hierher kommen, auch ein richtiger Gewinn sein können für eine Region. Finde, da wäre ich total dankbar und finde mehr davon und da erfüllen Medien auch eine wichtige Funktion. Also da, die Geschichten gibt es unbedingt. Das hat sie unbedingt. Doch schön gesagt als Politikerin. Also, ja, klar. Und das Mensch. Ich würde jetzt gerne doch jetzt wieder von Golze zurück auf das Thema, weil Sie ja auch sicherlich zu Recht bemängelt haben, die fehlende Differenzierung. Also wir besprechen ja immer ganz bewusst von Kabarettisten. Das ist für mich schon eine Differenzierung. Ich sage nämlich nicht, alle lustig mache, also Comedians und so, diesen Begriff vermeide ich mit Absicht, weil hier eben nur Kabarettisten auf dem Podium sind. Was mich aber zu der Frage bringt, die ich doch noch ganz interessant finde, obwohl es eine reine Strukturfrage ist, ob Sie das Gefühl haben, dass diese Formen immer mehr vermischt werden, also speziell Comedy und Kabarett, also auch gerade bei der Heute-Show und ob das eventuell eine Gefahr für das Kabarett darstellt. Also klar, Mario Barth füllt also der Name ist ja vorhin schon mal gefallen, er musste kommen, füllt die Stadien und zu euch kommt ein Zehntel der Leute. Sag ich jetzt mal so. 8000 Menschen, ja. Das ist so unsere Größe. Das war jetzt mein, genau, wie? Die Ingolstädter Pfanne, da hören wir, da waren noch mindestens 10.000 Leute bei dem. Okay, also sagen wir mal, in einer nicht allzu fernen Zukunft werden in Till Reiners Programm 8000 Leute kommen. Ich werde das veranlassen. Also kommen ein 40stel der Leute zu Mario Barth. Aber Mario Barth ist ja auch ganz klar Comedy. Also da geht es um, wir wollen da hingehen und ablachen. Das ist für den sogenannten Mainstream. Und Sie machen Kunst für wen? Und vermischen sich die Formate? Also ich habe da keine Zielgruppe im Blick. Also ich mache einfach das, was ich machen möchte. Und was ich da vermischen könnte, mögen andere analysieren. Also ich gehe auf die Bühne und sage das, was ich sagen will, wie ich es sagen will. Und da ist der einzige Maßstab eben, was mich interessiert. Und mich interessiert einfach, in Strukturen einzudringen. Mich interessiert die Recherche. Also wenn Sie gerade gesagt haben, es gibt natürlich auch gute Journalisten, für die eine Lanze brechen muss. Das sind ja genau die Artikel, die dann die Anstalt sich raussucht und sagt, genau, genau. Daraus haben wir unsere Hintergrundsendung gemacht. Genau. Das sind ja auch genau die Artikel, die ich für mein Programm mir zusammensuche und wo ich mich reinlese und reinwühle, um irgendwas zu verstehen, was ich vorher nicht verstanden habe. Und dieser Prozess vielleicht, Dinge verstehen zu wollen, die ich nicht verstanden habe, ist für mich zumindest in der Art und Weise, wie ich. Und warum benutzt man das Wort Satire, wenn wir nicht zwischen Comedy und Kabarett da Mischformen und Satire ist vielleicht genau der Punkt, wo man sagen kann, da ist, wenn man will, die Grenzziehung. Also da, wo eben, wir haben uns heute getroffen, weil wir über politische Kritik auch reden wollen. Also da, wo Kritik stattfindet, wo Satire stattfindet, da darf gern auch mal ein Lachen, wie heißt es schön, auch mal ein Witz natürlich sein, selbstverständlich. Wenn die Intention aber die ist, dass ich etwas verständlich machen will. Und meine Intention ist, dass ich es ganz allein nur mir verständlich machen will. Ich will es verstehen können. Und aus dem Bedürfnis mache ich einen Prozess, den ich auf die Bühne bringe. Ich bin geplättet. Ja, klar, vielleicht wäre das so besser. So eine Pause muss man erstmal aushalten. Genau. Das macht sprachlos, was er
Kollege sagt. Absolut. Vielleicht. Das hat uns sprachlos gemacht. Dass er selber das erkennen will und andere gucken ihm dabei zu. Ich glaube, wenn das die Motivation, ich habe gerade gedacht, wenn das die Motivation von allen wäre, egal was sie machen, dann hätten wir, glaube ich, eine ganze Menge weniger Probleme. Wer mehr Bildung will, muss auch Klugscheiße ertragen. Ja, genau. Ja. Frau Kipping, warum ist es so leicht, sich über Politiker lustig zu machen? Ich glaube, es ist leicht, sich lustig zu machen über alle, die bekannt sind und im Rampenlicht stehen. Also damit ein Witz funktioniert, musst du ja an irgendwas andocken, wo du nicht noch erklären musst, wer das überhaupt ist und wo man nicht noch irgendwie einen Lexikonartikel dranhängen muss. Übrigens ist das der und das ist der Hintergrund zu dem Witz, sondern du brauchst Figuren, die bekannt sind. Und da gibt es halt ein paar, die sozusagen auch Schauspieler, Sportler, also ich glaube auch manche Fußballer werden durch den Kakao gezogen. Und Politik liefert halt auch immer sozusagen Punkte. Und es ist meistens, glaube ich, auch leichter, sich über andere lustig zu machen. Und genau das ist aber die Art von Kabarett, die zuletzt, also was ich so Robert in der Anstalt und auch bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, inklusive mir, gar nicht mehr interessiert. Also Politiker-Schelte ist inzwischen eher was für Karnevalisten geworden. Ja? Also das Kabarett hat sich vielleicht, ist meine These, in den letzten Jahren so entwickelt. Ich sag, für mich seit Ausbruch der Finanzkrise, seit klar war, dass da Strukturen spannend geworden sind, dass da Mechanismen spannend geworden sind, hat es im deutschen Kabarett vielleicht so eine Initialzündung gegeben, wir müssen uns mal genau darum kümmern und das versuchen, satirisch mit Lachern, mit unterhaltsamen Mitteln auf die Bühne zu bringen, um eben Hintergründe zu erklären. Ja, das wäre schön, aber ich glaube, also auf jeden Fall gibt es so eine Zweiteilung von Kabarett zu, so, es gibt so die da oben Kabarett und irgendwie das, was irgendwie auch politisch ist und was irgendwie nochmal ein bisschen differenzierter ist. Also, ne, es gibt einfach die da oben Kabarett und das, also das kann ich nicht mehr ertragen. Also denke ich mir so, ja gut, aber wir sind jetzt nicht alle völlig unmündige Duckmäuse. Also irgendwie hat das ja was mit Gesellschaft und mit der Struktur einer Gesellschaft zu tun, wie Politik funktioniert. So. Ja, gut, wenn du halt Witze über Angela Merkel und musst du nur das Rautezeichen machen, genau. Und sofort wissen alle, was gemeint ist. So, da gibt es jetzt wenige Personen, wo das so einfach funktioniert. Aber mir ist auch aufgefallen, ich gucke nicht so oft Kabarett-Sendungen, aber wenn ich sie sehe, dass fast immer Lacher sicher sind, wenn man sich über moderne Technik lustig macht. So, also das fand ich total auffällig bei Sendungen. So Jokes über Laptop und so weiter und jetzt auch über das neue IBAN-Verfahren, da musste ich zugegebenermaßen auch lachen. Sagen diese unendlich lange Nummer, die man eingeben muss, wenn man eine Überweisung machen möchte. Aber das sind so Punkte, wo ich dachte, das ist auch beim Kleinkunstpreis, war das jetzt neulich so, dass alle, die da was hatten, da lacht immer das Publikum. Das gut, macht mich jetzt sprachlos. Du denkst dir, Scheiße, habe ich gar nicht drin, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wovon die Rede ist. Nein, das mit der Zeitung, dass man die jungen Leute alle über die Zeitung wischen, ne? Und ich glaube, das hat das, Herr Rating gemacht. Herr Rating? Herr Rating hat das. Es ist Ihr Witz? Ein sehr guter Witz, ja. Frau Kipping hat sich vorbereitet. Oh, ja. Gut, jetzt, wunderbar, Herr genau. Herr Rating wacht ja. Kurz auf. Nein, weck mal einer den OP hier. Nein. Gut, also wir haben als Mini-Zwischenbilanz, wir haben vermeintlich etabliert, dass man die vierte Gewalt Kabarett oder Satiriker braucht, um Strukturen klarzumachen, die die Medien und die Politiker, weil sie oftmals gekauft sind, nicht mehr klar machen. Wer sagt ja, wer sagt nein? Auch Sie sind jetzt gekauft ist mir zu platt. Das war doch eine Suggestivfrage. Gekauft, ja, manipuliert, genau. Die These stand doch am Anfang fest, oder? Die These stand doch schon mal am Anfang fest. Nee, bei mir nicht. Ich bin keine Politikerin und keine Journalistin. Nee, bei mir stand wirklich gar nichts fest. Ich habe jetzt wirklich versucht, nochmal so eine Zwischenbilanz zu machen. Das ist das, was ich rausgehört hatte. Was mich nochmal interessieren würde, ist, Sie haben mal, glaube ich, gesagt, ich hätte gar nicht den Mut, mit Politikern zu reden oder Politiker persönlich was zu fragen? Nein, ich habe gesagt, ich hab keinen Bock, beim Nockerberg aufzutreten, beim Der Blecken. Aha. Weil da sitzen die in der ersten Reihe, die ganze CSU-Fraktion und noch andere bayerische Politiker. Und von der Bühne runter werden die kritisiert. Und das Ritual ist, dass die dabei lachen und das witzig finden. Und da mache ich mich doch von mir selber zum unglaubwürdigen Kasper. Und da würde ich wütend werden. Ich glaube, und das war meine Aussage, ich würde von der Bühne runter in die erste Reihe springen und ihr würgen. Ist so gut. Oder ihn was fragen. Ja, also, warum machst du das nicht? Du könntest auftreten, um zu würgen. Ich glaube, da hat die Paulaner Brüder, wie ist das? Der Würger von Schalke. Nein, wie heißt die Brauerei, die den Nockerberg macht? Ist das Paulaner? Ist das? Ja. Ja? Ich glaube, das ist nicht so ganz meine Spielfläche. Aber ist es dort nicht so, dass die größte Beleidigung ist, wenn über ihn keine Witze gemacht werden? Also das ist das Ritual, genau. Nur denen vergeht das Lachen, die gerade nicht durch den Kakao gezogen werden. Genau, aber das ist doch ein Spiel, was genau das Spiel, genau das ritualisierte Spiel, finde ich,
Aber das ist ja auch der Ablasshandel. Also wir dürfen uns über euch lustig machen, das ist alles genau. Ritualisiert und dafür erzählt ihr nichts über Inhalt. Aber nochmal, genau, das ist nochmal die Form des Lustigmachens. Ich glaube, die sind auch völlig empört, wenn man wirklich inhaltlich die Politik auseinandernimmt, die machen und die ganzen Ressentiments, die beispielsweise bedienen. Ich glaube, dann sind die auch empört. Und wenn man die jetzt nur nachmacht, dann ja, hast mich gut nachgemacht. Also es kommt auch darauf an, ja, und wie, wenn man sagt, welche Form von Kritik und hinterher man sagen, sagt man doch, hätte ein bisschen schärfer sein können. Nach dem Motto, greif mich doch bitte noch mehr an. Ja. Das ist doch Blödsinn. Ja. Am besten wäre Nockerberg, wenn man die vor Empörung aus dem Saal treiben würde. Ja. Hört mir nicht mehr an, ich gehe jetzt raus. Abschalten. Ja, das wäre ein Träumchen. Genau. Ja. Aber das machen die eben nicht, weil die eben genauso in ihre strukturierte Öffentlichkeit eingebunden sind. Und deswegen haben wir eigentlich im Grunde genommen schon lange gesagt, die Politik, die interessiert uns nicht, die wollen wir auch gar nicht erreichen, sondern wir wollen die Leute erreichen, die unter der Politik leiden oder was leiden oder was verändern können. Also eben genau zum Beispiel eine Bürgerinitiative zu machen, womit man ja in den letzten Jahren große Erfolge erzielt hat. Zum Beispiel, also wenn man hier an den Wassertisch denkt, der im Grunde genommen mühselig gearbeitet hat, um Schweinereien, die die Politik gemacht hat, wieder rückgängig zu machen. Und genau an die Leute wenden wir uns eigentlich auch, um denen eine Freude zu machen, um die zu unterhalten, um die bei Laune zu halten. Und darauf kommt es an, und dass da irgendwann mal ein Witz über Angela Merkel gemacht wird, ja, die ist halt da. Aber dagegen richtet sie. Also meiner Ansicht nach ist es so, ich kenne die Strukturen, ich weiß auch, dass die nicht veränderbar sind. Ich würde auch behaupten, wenn die Linke es schafft, an die Macht zu kommen, und dann wird es ungefähr 3 Jahre dauern und dann ist die für den Erhalt der NATO. Also so läuft Politik. Es ist eine sehr starke Struktur, die selbst Leute, die gegen was angetreten sind, sobald sie in dem System drin sind, umdreht. Also wir haben es ja konkret erlebt, nicht nur bei den Sozialdemokraten, entschuldige Till, aber bei den Grünen. Ihr seid Grünen geschädigt. Geschädigt? Das haben wir eigentlich vorher gewusst. Wir haben gesagt, wer seine Rechte delegiert, hat seine Linke liquidiert. Und genauso ist es ja gewesen. Also Herr Fischer, die Grünen sind angetreten, ökologisch, gewaltfrei, was war noch, sozial und friedlich. Und auf einmal waren sie für eine völkerrechtswidrige Militäraktion der NATO. Und das ist, das meine ich eben, ich meine nicht, ist alles gekauft und so geschenkt. Nein, die Strukturen sind so stark, dass wir Mühe haben, dagegen anzukommen. Und jetzt wir kleinen Kabarettisten, wir bewirken sowieso nichts. Wir kommen um 22.30 Uhr im Fernsehen und selbst wenn wir mal kommen und selbst wenn man bei YouTube mal erfolgreich ist, dann erreicht man vielleicht wie der Kollege Pispers 50.000 oder hat er schon, also, aber wenn man das vergleicht mit irgendeinem Cola-Flasche aufmachen oder so, bist du da im Nirvana, ja. Ja, wobei, politisches Kabarett kann was bewirken, ich sag's in meinem aktuellen Programm an einer Stelle, nämlich Edmund Stoiber hat die Wahl zum Bundeskanzler gegen Gerhard Schröder mit nur 6.000 Stimmen verloren. Und ich sage, diese 6.000 Wählerinnen und Wähler haben sich ihre Meinung im politischen Kabarett gebildet. Das kannst du aber nicht nachweisen. Das Gegenteil aber auch nicht. Im Zweifel für den Angeklagten. Also dann möchte ich doch nochmal, wer kann die Strukturen angreifen? Ich fand das auch zu defätistisch, dass man gar nichts bewirken kann, weil man muss sich ja auch einfach vergegenwärtigen. Ich habe auch die Hoffnung, wenn die Linke an die Regierung kommt, dass die sagen, sofort raus aus der NATO. Das werden wir auch tun, aber momentan sieht es ja nicht danach aus, als ob es irgendwie eine Aussicht auf eine linke Regierung gibt und wir sind auch noch ein bisschen von den 50% entfernt. Aber so arbeiten wir dran. Doch schon, oder? Ja, da wird noch nicht über die NATO-Mitgliedschaft entschieden in Thüringen, aber dort machen wir in der Tat einen Unterschied, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht reden, nicht in der Runde, was ich wichtig fand nochmal, ich finde schon, man muss sich immer vergegenwärtigen, wie wäre der gesellschaftliche Zustand und auch die Gemütsverfassung von den Leuten, die was verändern wollen, wenn es überhaupt keine Sendungen gäbe und keine Formate, die sie nicht ermutigen würden. Also ich weiß, damals, als die Anstalt lief zu Griechenland, da war ich mit beteiligt an einer Demonstration, die einfach den Gedanken der Solidarität in Europa in den Mittelpunkt stellen wollte und die gelitten haben oder darüber, wie die Stimmung ist, was in den Medien Land auf Land ab erzählt wird, dass das so inszeniert wird als ein Streit zwischen
zwischen den angeblich faulen Griechen und den angeblich fleißigen Deutschen. Und die waren heilfroh und das war unglaublich ermutigend. Und würde ich jetzt, ich könnte jetzt auch nicht den Beweis antreten, wie viele dann gekommen sind oder sich eingebracht haben, weil sie die Sendung gesehen haben. Aber es hat seine Bereitschaft, sich zu engagieren, verstärkt. Und das finde ich wichtig. Es gibt auch noch die andere These, ne? Ich weiß nicht, ob wir die heute schon jetzt mal wirklich mal angesprochen und diskutiert haben, nämlich die These, dass Satire, Kabarett im Fernsehen, aufklärerische Kritik im Fernsehen, eher nicht als Ablasshandel für die Handelnden, sondern auch eben als Beruhigungspille ja. für die Fernsehzuschauer im Sinne von, ach, Kritik findet statt, genau. in Ordnung, kann ich ans Bett gehen. Und, nee, und also das, man kann sich aufregen auf dem Sofa und muss eben nicht zur Demo gehen. Als Wutdämpfer, also genau. eben den Impuls, tatsächlich über sich irgendwas aufzuregen und rauszugehen und genau. politisch aktiv zu werden, ist eben Nein, ich habe mich ja schon das, am so, das, auf dem das Sofa aufgeregt. Das Vorhandensein von Kabarett und von Satire im Fernsehen wohlgemerkt, also in diesem Medium eher ein stützendes Element. Also das weiß ich nicht, das kann vielleicht in 90% aller Fälle sein, aber es gibt auch ein Momentum, wo es umschlägt. Also ich fand das Beispiel jetzt, die Flüchtlingssolidarität war ein Momentum, wo es ganz vielen Leuten nicht mehr gereicht hat zu, ich bilde mir eine Meinung beim Abendbrottisch oder auf der Couch, sondern die Leute sind von, man müsste mal zu, ich tue jetzt was ganz Konkretes übergegangen und das, obwohl nichts vorbereitet war, keine Massenorganisation hatte das vorbereitet. Also so, es gibt ein Momentum, wo das mehr ist und dann wird es richtig spannend. Das heißt, es war die Tage darauf bei einer Demo mehr Leute auf der Straße. Nee, jetzt die also ich meine, was wir diesen Sommer erlebt haben, die neuen, also sind ja bundesweit. Bei der Griechenland-Demo. Das war so, ein Momentum, so, genau. Das würde ich eher sagen, war auch für die Leute, die einfach aktiv waren, die überall diskutiert haben, war das einfach ermutigend und bestärkend. So, aber ich wollte jetzt für ein anderes Moment reden, nämlich was diesen Sommer passiert ist mit der Flüchtlingssolidarität. So, weil alle Welt immer nur von AfD, den 9%, die jetzt die AfD-Rat reden. Wir haben 9 Millionen in diesem Land, die ganz konkrete Flüchtlingssolidarität leisten. Und darunter nicht nur Leute, die immer schon linksradikal waren, weil wir haben nicht 9 Millionen aktive Linksradikale in diesem Land. So, woher kommen die 9 Millionen? Woher kommen die 9 Millionen? Die 9 Millionen ist eine Studie, eine Befragung, eine repräsentative. Darunter sind, also es sind ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, übrigens auch viele, die nie in ihrem Leben vorher politisch aktiv waren. Aber was sagen die 9 Millionen? Also war das eine Umfrage? Entschuldigung, wenn ich da so nachfrage. Aber so was investigativ. Ist das? Aber naja, das klingt für mich unheimlich die, viel. Millionen. Ja, das ist eine Befragung, die Quelle, kleines Product Maisland, alles sehr ausgeführt in dem Buch, was am 1. Februar im Westend Verlag erscheint, zum Thema Fluchtursachen und was der Sommer der Migration mit unserem Land gemacht hat. Als hätten wir es abgesprochen. Ach, wunderbar, ja. Vielen Dank für die Nachfrage. Manchmal kriegt man auch die richtigen Fragen gestellt. Nein, aber das ist eine repräsentative Studie gewesen, wo über 9 Millionen das sagen. Und die haben nicht nur eine Unterschrift gegeben, sondern die sind richtig aktiv geworden. So. Also die sagen, ich bin aktiv für Flüchtlinge geworden. Okay. Die sind in die Kleiderkammern gegangen, haben die begrüßt, nehmen Geflüchtete bei sich zu Hause auf. Und wenn wir das wieder aufgreifen dürfen, was wir vorhin hatten, in den Talkshows, beim Plassberg war neulich mal eine Sendung mit nur Leuten, die genau mit Flüchtlingen aktiv helfend tätig sind. Das war eine der spannendsten Talkshows, die wir jemals hatten. Nicht ein Politiker am Rednerpult. Also diese Frage mit dem Ablasshandel vorhin zielte genau dahin, ne? Wie viele Leute werden sozusagen sediert. Es gibt die These, also ich habe es mal gehört, das ist eine These, dass im Kabarett und Satire im deutschen Fernsehen eben nicht anregt, aktiv zu werden, sondern sediert. Also eher auch noch systemstützend wirkt. Gerade weil es eben dieses kleine Momentum, siehst du, gibt es ja auch, dann ist ja alles in Ordnung. Das wäre jetzt gerne eine Frage, womit ich ins Publikum öffnen würde. Fühlen Sie sich vom deutschen Kabarett sediert? Also damit auch gerne die Aufforderung, jetzt selber Fragen zu stellen, würde ich mich sehr freuen. Genau, das Mikrofon ist da hinten, das wird sofort rumgegeben, man kann es aber auch ohne Mikrofon. Da ist, glaube ich, ein Herr, der... Ach nee, ich sehe nichts, okay. Die Dame ist nur aufgestanden wegen dem Mikro. Hat jemand vielleicht konkret eine Frage an die Promis auf der Bühne? Ja, hallo, jetzt. Weil wir gerade so ein bisschen von Funktionen auch gesprochen haben, von Kabarett, aber auch der Funktion von Politik. Politiker haben ja so ein bisschen das Problem, dass sie nicht nur als Opposition zum Beispiel jetzt Dinge aufdecken sollen, wie das Kabarett auch machen kann, sondern die Wählerinnen und Wähler verlangen schon auch, dass man was für sie tut, dass man irgendwie gestaltend tätig ist, selbst als Oppositionspolitikerin. Und das ist natürlich deutlich schwieriger, als einfach nur den Finger in die Wunde zu legen und dann auch noch irgendwie konkrete Lösungsvorschläge zu machen. Das macht Kabarett teilweise auch, wenn es dann eine Haltung präsentiert, aber dennoch wird da, glaube ich, mehr verlangt. Und dann kommt man genau in dieses System, in diese
Strukturprobleme, von denen Arnulf Rating gesprochen hat. Also, dass man eben die Entscheidung treffen muss, wie zum Beispiel jetzt in Thüringen, wie viel von meiner reinen Lehre kann ich umsetzen, wenn ich in der Opposition bleibe und wie viel kann ich umsetzen, wenn ich Kompromisse mit anderen Koalitionspartnern schließe. Und da muss ja sowohl die Linke als auch das Kabarett irgendwie akzeptieren, dass Mario Barth und Angela Merkel irgendwie ein bisschen mehr Follower haben. Also ist es doch als Politikerin, selbst wenn man das alles richtig und gut meint, wie Katja Kipping, deutlich schwieriger beim Publikum anzukommen, als wenn ich als Kabarettist irgendwie in Anführungszeichen nur den Finger in die Wunde lege. Und wo war Lösungsvorschläge sind unsexy. Ja, das genau, ja. Die Frage ist sozusagen, ob es Politiker nicht doch deutlich schwieriger haben, beim Publikum zu landen, weil sie andere Funktionen erfüllen müssen. Sie wollen überzeugen. Sie ja. wollen Wählerstimmen haben. Und da können wir Kabarettisten komplett drauf verzichten. Ja. Wie der Kollege Reiners gerade sagte, ich gehe auf die Bühne und sage das, was ich sagen will. Ich muss niemanden irgendwie auf meine Seite ziehen. Das haben Sie gesagt. Ja, aber ich habe dir... Ja, aber ihr wollt ja auch Besucher haben. Sagen. Ich wollte auch sagen, was du gesagt hast. Du hast es doch vorhin gesagt, ne? Du hast es selber gesagt. Du hast es selbst gesagt. Du hast es gesagt. Nein, nein. Aber ich würde es tatsächlich genauso sagen. Du bist doch nicht in die Politik gegangen, weil du auf der Bühne... Ach so, ja, stimmt. Hast du doch gesagt. Ja, das ist recht. Ja. Du hast es danach nochmal gesagt und dann... Danach habe ich es gesagt, aber erst mal hast du was gesagt. Wir sind ein Herz und eine Seele. Ganz hast du was gesagt. Ja. Du hast völlig recht. Stimmt. Siehste. Das ist wirklich recht. Aber ihr beide wollt auch Zuschauer. Also wenn ihr so ganz alleine vor einer leeren Halle sitzt, würdet ihr jetzt auch sagen, okay, ich muss heute keinen Wähler gewinnen, so, aber so ganz ohne Zuschauer, ohne niemanden, der lacht so, wenn dann nur irgendwie ein freundlicher Techniker das Lachen einspielt, ist ja jetzt auch nicht so toll für euch im Auftritt. Also ich glaube, dass man eine Art Responsivität, eine Rückmeldung haben möchte, das ist jetzt nicht nur eine Sache der Politik. Aber das ist die Henne-oder-Ei-Diskussion, finde ich. Also ich würde behaupten, bitte widersprechen Sie mir, Sie sind Politikerin geworden, weil Sie bestimmte Inhalte gesellschaftlich umsetzen wollen. Und genauso geht Till Reiners auf die Bühne oder Hagi Butzko und sagt, mich interessieren bestimmte Inhalte und die teile ich öffentlich. Und das steht am Anfang. Und wenn dann Leute kommen, super. Wenn ich damit in die Anstalt eingeladen werde, super. Wenn ich damit mein Brot verdienen kann, super. Aber am Anfang steht dieses Interesse. Der Unterschied ist ein anderer. Frau Kipping will, dass am Ende die Leute sagen, genau sie wähle ich beim nächsten Mal. Das ist der optimale Zustand, wenn sie eine Rede halten, wenn sie einen Vortrag halten, dass am Ende die Leute von ihnen überzeugt sind und sagen, genau sie wähle ich. Das ist doch eigentlich das Endziel dessen, was sie mit einer Rede erreichen wollen. Während bei uns kann das Publikum auch rausrennen und sagen, so eine Scheiße hören wir nicht mehr länger mit an. Und also, wir haben trotzdem Erfolg gehabt. Also wir wollen trotzdem Leute haben und trotzdem ein Publikum haben, aber es ist, glaube ich, nochmal krasser, wenn man sich sagt, so, okay, ich entscheide mich für den und den wähle ich. Also es ist, glaube ich, nochmal eine andere... Oder? Also es ist ein anderer Anspruch einfach. Ja gut, in der Wahlkabine geht es etwas monogamer zu. Man kann mehrere Kabarett-Sendungen an einem Abend durchsetzen. In der Wahlkabine kannst du das Kreuz in der Regel nur bei einer Partei machen. Das stimmt, da ist die Barriere etwas höher. Aber ich finde, nochmal den Punkt, das geht ja klar. Also klar will man auch Wähler haben, weil das ist eine Ressource, um öffentliche Aufmerksamkeit zu haben. Und öffentliche Aufmerksamkeit braucht man, um zum Beispiel Zusammenhänge darzustellen und um Projekte, für die ich zum Beispiel brenne, zu verbreitern, wie die Idee von radikaler Arbeitszeitverkürzung. Aber ich würde jetzt mal so sagen, wenn es uns gelingt, irgendwann mal bundesweit eine Volksabstimmung zu verankern und die Leute alle per Volksabstimmung sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, für die Abschaffung der NATO und für eine deutliche Verkürzung der Arbeitszeit entscheiden müssen, da würde ich mich so noch mehr drüber freuen, als wenn wir über 50% haben, weil dann wüsste ich, jetzt sind schon mal ein paar wichtige Schritte, für die ich kämpfe, in die Wege gebracht worden. Und noch etwas ist wichtig, was unterscheidet. In dem Moment, wo die Linkspartei an der Regierung wäre, wäre ich als Kabarettist in der außerparlamentlichen Opposition. Jede linke Regierung braucht eine starke außerparlamentarische Opposition. Ich bin da ein enttäuschter Grüner. Also ich war ja grünen Wähler, ich war grünen Fan. Und als sie an der Regierung waren, 7 Jahre mit Gerhard Schröder, war ich der stärkste Kritiker. Das heißt also, als Kabarettist hat man auch immer, also ich zumindest, auch immer für mich selber den Auftrag, außerparlamentarisch gegen die Regierung, egal wer dran ist, der muss kritisiert werden. Also ich finde Kabarett, das sich gegen die Opposition richtet, also völlig ins Leere geballert. Soll es ja auch geben. Aber das heißt also, in dem Moment, wo ich eine Rede halte, ist mir völlig wurscht, wer an der Regierung ist. Der an der Regierung ist, der ist das Ziel meiner Kritik. Wer die Linkspartei in der Regierung, ich finde Kapitalismus geil. Ja. Aber bis dahin gehen wir zusammen zur Antikap-Demo oder was? Ja? Aber ich glaube, ja, genau. Nein, aber ich glaube, wenn zum Beispiel Herr Ramelow in Thüringen, wenn ich Thüringer wäre... Und in Thüringen auftrete, hätte ich schon meine 5 bis 10 Minuten, wo ich da was zu sagen könnte. Interessiert nur keinen, wenn ich als Berliner in Freiburg auftrete. Wobei das System zu kritisieren, also weil wir vorhin ja sagten, das politische System ist so
subversiv, dass es jeden umdreht. Zumindest habe ich Herrn Rating so verstanden. Nein, aber es hat nicht eine jeden, Sie natürlich nicht. Also das wie? Ich bin ja keine, ich bin ja deshalb keine Politikerin geworden, weil ich mich dem nicht aussetzen wollte. Und diese Systemkritik, die kann man auch an Oppositionspolitikern üben. Also ne? Die Kritik am System, kann man die machen, gilt dann, muss man aber nicht. Nein, und der Fokus. Also ist meine Meinung, der ist auch der Fokus sollte immer die Regierung sein, also die vermeintlichen. Nein, das bestreite ich ja vehement. Also wir arbeiten uns an dieser Form ab, die uns vorgegeben ist, sozusagen. Jetzt verlasse ich mal den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir müssen da auch mal ein bisschen anarchisch rangehen. Also neue Strukturen kriegen wir nur, wenn wir neu denken. Und wir denken nicht unbedingt neu, wenn wir die herrschenden Politiker kritisieren und die Oppositionellen nicht kritisieren. Danke, weil meine Frage war nämlich, wie verändern wir die Struktur? Das wäre jetzt meine nächste Frage nochmal auch an alle. Schon lange. Gibt es dazu? Ja. Ist Ihnen das, formulieren Sie das für sich selbst als Problem? Ich muss mit einer Struktur arbeiten als linke Politikerin, die eigentlich sich linker Politik nicht förderlich ist? Ja, ich spreche nicht von Struktur, ich würde sagen von ökonomischen Machtverhältnissen beispielsweise, die in der Tat ist. Das ist eine Struktur. Ja, aber ich benenne die halt anders, dass es leichter verständlich ist, weil Struktur klingt so abstrakt, als ob da im Hintergrund das jemand gemacht hätte, sondern bei ökonomischen Interessen kann man ja immer wieder sehr deutlich machen, wer profitiert davon. Also wir können ja zum Beispiel mal sagen, das TTIP, das Handelsabkommen, Freihandelsabkommen, was zwischen USA und EU ausgehandelt wird, wo es ganz offensichtlich am Ende rauskommen wird, dass es weniger soziale Rechte gibt, weniger ökologische Standards gibt und am Ende demokratisch gewählte Parlamente wie Volksentscheide viel weniger Spielraum haben, weil jedes große Unternehmen dagegen klagen kann. Das hat natürlich Gewinner. So Leute, die ein ökonomisches Interesse daran haben, dass das zustande kommt und jede Menge Verlierer. Und das sind so, würde ich sagen, ist meine Aufgabe zum Beispiel, über die ökonomischen Machtinteressen, die dahinter stehen, aufzuklären. Aber können Sie das innerhalb der politischen Strukturen? Glauben Sie, dass die politischen Strukturen Ihnen dabei helfen, ökonomische Machtstrukturen zu zerstören oder zu verändern? Zu zerstören ist gerade schwierig, ja. Aber natürlich sozusagen gibt die Politik mir auch gewisse Instrumente an die Hand, um zum Beispiel an Infos ranzukommen, die zu veröffentlichen. Und gut, wenn ich gut singen könnte, würde ich vielleicht doch Lieder darüber schreiben, um das zu popularisieren. Da ich nicht so gut singen kann, bin ich jetzt doch eher aufs Reden angewiesen. Ist schade so, aber für die Ohren der potenziellen Zuhörer deutlich besser, wenn ich rede, als wenn ich singe. So. Singen hatten wir schon bei Frau Nahles. Also ja. Das war kein guter Einstieg in Ihre Arbeit als Sozialministerin. Ich mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Und dann kam Ihre Rentenreform. Hier ist noch eine Frage, ein Kommentar aus dem Publikum. Vielleicht mal das Mikrofon. Ja, super. Ja, ich möchte noch mal ein bisschen das Spektrum erweitern. Und zwar deswegen, weil ich Arnulf da auf der Bühne sehe. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil er als Kabarettist sozusagen unser Anliegen, nämlich eine Verhinderung einer Autobahn, auf die Bühne gebracht hat und in die Öffentlichkeit. Ich finde, die Chance, auch im Kabarett kleine Initiativen publik zu machen, sollte nicht unterschätzt werden. Politik wird nicht nur in den Parteien und auf der Bühne gemacht, sondern eben auch im Alltag von kleinen Initiativen. Und davon gibt es Hunderttausende, nicht nur in Berlin, sondern auch in der Bundesrepublik. Und ich finde, wenn man sieht, mit den heutigen Mitteln von AWAS zum Beispiel, kann man bestimmte Dinge öffentlich machen, kann man auch darstellen von der Menge her. Die Klimademonstration in New York im letzten Jahr geht auf solche kleinen Initiativen hin. Also man muss auch, finde ich, nicht nur Politik im Visier haben, die über die Medien ausschließlich jetzt über Strukturen aufklären, sondern es geht eben auch um Gegenmodelle. Und das fand ich immer sehr sympathisch bei Arnulf, dass er darauf geachtet hat, dass er immer die kleinen, ich sag mal so, die Initiativen, die gegen den Stachel gelockt haben. Also diese Sachen, dass die öffentlich gemacht wurden, weil die kleinen Initiativen haben keine Mittel finanzieller Art, haben keine Lobby, und der Wassertisch oder ähnliches oder Tempelhofer Feld sind ja auch kleine Initiativen, die aber dadurch, dass sie ein Teil der Mundpropaganda werden,
eben dann auch mal groß werden können und auch politisch eingreifen in Prozesse, die sonst nur über Parlament oder über Lobbys gesteuert werden können. Also das war eine Empfehlung ans Kabarett, mehr konkrete Handlungsanweisungen zu geben oder der Wunsch. Ja, ein konkreter Erfolg dieser Geschichte ist ja zum Beispiel jedes Mal, wenn ich mal dann Jauch sehe, weil die Leute sagen mir, ich muss Jauch gucken, dann gucke ich das im Internet nach. Das Gasometer, woraus diese Sendung gesendet wird, das steht nur noch da, weil die Bürgerinitiative Westtangente verhindert hat, dass da die Autobahn weitergebaut wird. Und das sind immer so schöne Erfolge, die ja viel zu wenig gefeiert werden. Ich finde, da müsste man jedes Jahr ein Fest machen. Vielleicht mit Herrn Jauch. Mit Herrn Jauch. Hat er jemals darauf hingewiesen? Also auf den Erfolg der BI? Glaube ich nicht. Nein, das wird er nicht. Genau das finde ich richtig. Und das ist, ich finde, dieses Denken, eben genau auf die Politiker fixiert zu sein und das, was die machen, das finde ich falsch. Weil diese Strukturen sind hinlänglich bekannt und darunter leiden wir sehr lange. Nicht, dass man da auch von mir aus mal wählen geht und so, macht ja jeder junge Mensch mal. Aber dass man sich eigentlich, ja, die Größe der Schweinereien ist doch wirklich so riesig, das wissen wir alle, dass man da im Rahmen der Politik kaum gegen ankommt. Also TTIP, als ich das neulich gelesen habe, das dürfen ja nur die Regierungsvertreter dürfen das einsehen. Und zwar wann? Dienstags von 10 bis 12 in der amerikanischen Botschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und sie dürfen keine Notizen machen, keine Fotos machen und das auch noch meistens im Englischen lesen. Wo noch so und jeder Besucher kriegt was anderes vorgelegt und dann wird registriert, welcher Besucher was bekam, dass, wenn was nach draußen dringt, nachvollziehbar ist, wer geplaudert hat. Aber diese Info haben sie jetzt aus einer Politikerrede. Das hat nämlich Gregor Gysi ganz oft im Bundestag immer wieder erzählt. Der war ja auch Kabarettist. Ja, das war genau, das war, glaube ich, einer der wenigen Kabarettisten. Aber ich müsste auch mal, das finde ich zum Beispiel an Frau Kipping gut, die habe ich kennengelernt in der Bürgerinitiative Grundeinkommen. Und das finde ich klasse, dass sie praktisch gegen die gesamte Partei, sage ich jetzt mal so, also jedenfalls gegen starke Strukturen in der Partei, dieses Thema da nach vorne gebracht hat. Und sowas finde ich gut. Das stimmt. Als wir angefangen haben, waren es nicht so viele, die sich dazu geoutet haben. Übrigens nirgendwo, also bei keiner Gewerkschaft, bei keinem Verein. Aber inzwischen haben wir eine Situation, dass eine Partei die Formulierung so ist, dass man nicht weiß, ob es eine Minderheit oder eine Mehrheit ist. Und es eine legitime Position ist und jeder, die bei uns vertreten kann. Und der Beifall beim letzten Parteitag war so, dass man sagen konnte, es ist 50-50. Also so, man kann auch in eigenen Parteien Themen voranbringen und Fortschritte erkämpfen. Hier fehlt so ein bisschen das Gegengewicht, ne? Also ich hätte dir schon gerne so, hau mal rein. So ein Bildredakteur oder so hätte ich mir gern gewünscht. Irgendwie sowas noch, so zur Auflockerung. Oder? Eigentlich fehlt er. So, stelle ich gerade fest. Also wir sind uns da ein bisschen jetzt zu zum Ende alle. Der Diskussion. Gut, machen wir nächstes Mal. Wir nächstes sind Mal uns gar laden nicht wir den. Nein, wo wir zum Ende kommen. Darf ich noch kurz noch etwas sagen? Ja, bitte, aber warte mal, entschuldige, ich will jetzt nur. Till, das war's. Lass Till doch auch mal was sagen. Nee, war schon. Ich hätte noch eine Frage. Jetzt kam mir so als Gedanke gerade. Das war dir gerade so harmonisch, ne? Ja, war mir zu harmonisch gerade. Eine Frage noch an dich. Du hast, fand ich, in einem Internetartikel eine etwas komplizierte Formulierung, die ich zumindest nicht verstanden habe. Du riefst dazu auf, wieder mehr Mainstream zu sein. Ja. Ne, Mainstream heißt eine Meinung haben, die durchsetzen wollen, damit scheitern und dann trotzdem weitermachen. So, ja, wenn ich, was genau, naja, das war das Ironische? Das war doch ironisch gemeint mit dem mehr Mainstream sein, oder? Nee, also es war gemünzt. Es war gemünzt auf diese ganzen sogenannten politisch Unkorrekten, die man dann oft bei irgendwelchen Montagsdemos trifft und die ja immer alle gegen den Mainstream sind und deren allselig machendes Versprechen ist ja, wir haben eine Wahrheit, traut sich nur keiner zu sagen, aber kommt zu uns. Die Welt ist eigentlich ziemlich einfach. Da habe ich gesagt, die sind dann auch noch, die gerieren sich dann immer noch als die großen Freiheitskämpfer und als Leute, die gegen den Mainstream wären, sind sie auch, aber das ist halt trotzdem dumm. So, und genau, und deswegen habe ich gesagt, dann probiert doch mal Mainstream sein aus. Nämlich, keiner will ja Mainstream sein. Wir wollen ja alle nicht Mainstream sein. Wir wollen ja alle was ganz Besonderes sein. Und Mainstream sein ist dann für mich zum Beispiel Recht haben wollen, nicht Recht bekommen, nochmal neu versuchen. So, und also das ist ja, die entziehen sich ja einem Diskurs. So, und das ist ja dann gar nichts mehr.
Das wieder neu darum versuchen, ist ja genau auch nicht Mainstream, in dem, finde ich. In dem, aber in dem Zusammenhang war es. Aber auch, so auch darum, weil Sie vorhin sagten, Struktur, das Wort klingt so, als hätten das welche gemacht. Das wäre eine Verschwörungstheorie. Und eine Verschwörungstheorie ist aber genau das, was Kabarett nicht bedient. Sondern Strukturen sind auch Sachen, die eben ohne Personen funktionieren. Die Austauschbarkeit von Personen ja trotzdem einfach unbeschadet überstehen. Und die sind von Menschen gemacht. Und natürlich ist Gegenöffentlichkeit und politische Kritik im Internet auch sehr stark verbreitet in Richtungen, wo es dann wirklich in Spekulationen geht, wo es dann eben heißt, dahinter stecken wirklich welche. Und ich kenne die Wahrheit, ich weiß, die und die stecken, also wo es ins Verschwörungstheoretische geht. Da ist natürlich dann auch nochmal eine Grenze. Also das heißt einerseits die Grenze der Satire zur Comedy, aber auch die Grenze der Satire zur Verschwörungstheorie, die ist auch noch einzuhalten. Wie kommst du denn auf den Begriff? Was soll das denn? Weiß ich jetzt auch nicht. Also die Grenze kenne ich nicht, die musst du mir beibringen. Können wir machen. Die Grenze zur Verschwörungstheorie. Also, mir hat er gerade total aus dem Herzen gesprochen, weil ich finde, es ist ein echtes Problem, dass es irgendwie ein wachsendes Misstrauen gibt gegenüber das, was so in der Breite der Medien wiedergespiegelt wird. Wo ich finde, dass man erstmal misstrauisch Informationen hinterfragt, ist ja kein schlimmer Impuls. Aber das Misstrauen wird dann in der Tat ausgelebt auf irgendwelchen Webseiten, wo immer klar ist, also in drei Ableitungen mindestens stehen dahinter jüdische Unternehmen oder die US-Amerikaner und ist vollkommen klar und dann werden die auch immer genannt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man auch einfach sich damit beschäftigen kann. Ist klar, es gibt die Bösen und der Einzelne muss gar nichts mehr dagegen unternehmen. Und das sind ja die montags mit auf die Straße gehen, die in Dresden bei Pegida mitlaufen. Ja. Das sind aber die eigentlich sagen, ich muss was machen. Das ist noch das zusätzliche Problem, finde ich, dass die dann leider die Zeit falsch investieren. Das machen, zu dem sie aufrufen oder das Klima, was sie schaffen, führt dazu, dass Leute zu Brandsätzen greifen und die auf Flüchtlingserstunterkünfte werfen. Ja, das ist natürlich sozusagen, kann man machen nennen. Ich nenne das halt rassistische Gewalt. Sie haben ich möchte noch mal daran erinnern, an die kleinen Initiativen. Ja, also auch gerade die Flüchtlingsengagements in den einzelnen Initiativen, das sind dann nicht Leute, die organisiert sind, das sind Leute, die einfach sagen, es muss jetzt was passieren. Und die Bürgerinitiativler sind auch immer solche Leute, die sagen, es muss was passieren. Und wenn die eine Chance kriegen und durch die Unterstützung der Veröffentlichung jetzt über Personen, die sich dafür stark machen auf der Bühne, dann finde ich, ist das auch ein wertvoller Beitrag in der Politik. Das heißt also, wenn immer öfter Bezug genommen wird auf solche Initiativen, dass die Bürger ja auch Politik machen und nicht nur die Politiker, dass dann auch wirklich ein anderes gesellschaftliches, positives Bild auch von Politik aufgebaut wird. Und von Handlungsmöglichkeiten. Sollte eine Initiative auch hingehen, dass diese positiven Momente auch, sonst wird der gesamte Begriff Politik zum Negativum. Und das fände ich schade, weil es gibt eben genügend Leute und wir hatten in den 70er Jahren ja durchaus Illusionen, indem wir wirklich in Richtung Selbstverwaltung gedacht haben und auch Organisationen gemacht haben in die Richtung, wo vieles gescheitert ist, aber manches hat auch zu erheblichen Umwälzungen geführt, wie man zum Beispiel jetzt bei der Solarindustrie sieht, was es vorher nicht gab. Das sind alles Initiativen sind auch eine von Einzelpersonen gewesen, von kleinen Gruppen, die sich für etwas engagiert und begeistert haben. Und das ist jetzt Mainstream geworden. Also deswegen finde ich, sollten alle, die an der Bühne arbeiten, auch versuchen, diese Initiativen auch zu fördern, damit das auch wirklich die Politik irgendwann überrollt wird. Also die heutige Politik von diesen Positiven. Ja, bei den Ja, ich würde sogar sagen, das heißt eigentlich erst Demokratie wirklich sozusagen zu praktizieren, weil wenn Demokratie Politik nur von Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern gemacht hat, kommt sie irgendwann vor die Hunde. Das ist schon so, und das meine ich jetzt gar nicht so als so eine blöde Kolleginnen-Schelte, sondern das heißt halt, jeder muss in der Lage sein. Und ein Grund übrigens, warum ich so fürs Grundeinkommen gebrannt habe, war, weil ich gedacht habe, das ist die materielle Unterfütterung der Idee, weil es eine Art Diätenleid für alle ist, weil halt in der Demokratie jeder und jede, niemand muss,
Politik machen, aber alle müssen zumindest in die Lage versetzt werden, an einer Bürgerinitiative überhaupt teilnehmen zu können. Und da brauchst du halt eine materielle Grundabsicherung, wie auch immer die dann ausfällt, unabhängig davon, ob du jetzt den tollen Job abbekommen hast oder nicht. Aber das ist jetzt eh nochmal eine andere Frage, ob wir uns alle fürs Grundeinkommen, also da... Nee, aber also ich nutze die Gelegenheit dafür zu werben, und es gibt eine großartige Initiative, meingrundeinkommen.de, da habe ich gar nichts damit zu tun, aber toll, da haben nämlich einfach Leute angefangen, das Grundeinkommen auszulosen, und ganz viele machen damit. Jetzt die Frage bitte von der Dame dahin. Genau, ich würde gerne eine kritische Nachricht und Kabarett stellen, die sich vielleicht auch schon ein bisschen in der Bühne widerspiegelt, und zwar das Kabarett beschäftigt sich ganz viel kritisch mit der Gesellschaft. Wie kritisch beschäftigt sich mit der eigenen Szene? Weil wir sehen hier vor allem sagen Männer und Weiß. Also wie sehr kann Kritik da eigentlich formuliert werden, wenn die Perspektive doch etwas eingeschränkt ist? Also ich zumindest empfinde Politik dann mittlerweile deutlich diverser, als wenn ich leider die Anstalt gucke, wo ich dann doch immer nur eine Quotenfrau sehe. Ich kenne mich in der Szene gar nicht aus, deshalb würde ich mich... über eine Einschätzung der Diskussion. Kann ich dazu was sagen? Ja, weil ich bin, danke, ich hatte gedacht, wann kommt die Frage, und ich habe mich ganz super darauf vorbereitet. 20 Euro kriege ich später. Wir haben drei Damen, also drei Kabarettistinnen eingeladen, die leider alle nicht konnten, und mehr sind mir und dem Redakteur der Veranstaltung einfach nicht eingefallen, die jetzt überhaupt zu diesem Thema in Frage gekommen wären, wobei ich drei eigentlich auch schon ziemlich dufte fand. Und die eine, die ich sehr gerne hier gehabt hätte, Aisha Rustikal, kennt vielleicht jemand, sie hatte zugesagt und hat eine Woche vorher abgesagt, weil sie vergessen hat, dass sie heute einen Auftritt hat. Weil, also das hätte mich auch interessiert, eine Deutsch-Türkin und eine Frau hier zu haben. Also wir haben uns redlich Mühe gegeben, es sind ganz banale Gründe. Daran sieht man das schon, die Frauen sind besser beschäftigt als wir. Wir haben heute Abend frei. Wir sind auch nur die zweite Wahl, wie wir gerade hören. Ne? Und wir als weiße, heterosexuelle Männer sind in der Szene eine Minderheit und verlieren immer mehr Zuschauer an Immigrantenkabarett. Woher weißt du über unsere sexuelle Ausrichtung Bescheid? Das ist ein wirtschaftliches Problem. Aber wenn man die Frage jetzt mal von der Podiumsbesetzung, also da steckte doch noch eine zweite Frage dahinter, wie kritisch ist die Szene in der Selbstreflexion? Kann ich nur weitergeben. Wie meinst du das denn? Ja. Das würde mich auch interessieren. Also die Frage, wie sehr verstehen wir weiße Männer nicht? Die eigenen Genau, also eigentlich zielt das gar nicht so aufs Podium ab, weil sagen auch ich, wenn ich Veranstaltungen organisiere, kenne ich das Problem, dass es manchmal schwierig ist, sondern eher auf die Szene an sich, wie wenn man das auch definieren möchte, die eigenen Strukturen, in denen man arbeitet, ein paar Sachen wurden ja auch schon angesprochen, aber welche Mehrheitsverhältnisse gibt es denn? Sind es wirklich mittlerweile mehr Frauen und mehr MigrantInnen, die Kabarett machen, erfolgreicher sind? Wie sehr wirkt das reflektiert? Gibt es Frauenförderung, wenn Frauen noch unterrepräsentiert sind? Also ist das ein Thema oder... beschäftigt ihr euch nur mit dem anderen Teil der Gesellschaft, den ihr kritisiert, aber nicht mit euch selber? Naja, also das ist, also Frauenförderung in dem Bereich ist, glaube ich, echt super strange. Das ist wirklich kontraproduktiv. Also man kann ja gerne nochmal über eine Quote reden, so im Bereich Politik und im Bereich Wirtschaft. Also dann mit einer Frauenquote zu argumentieren, irgendwie bei halber Eintritt oder wie will man das machen? Nein, also es gibt genügend Kabarettistinnen. Es gibt genügend politische Kabarettistinnen. Wenn ihr nur drei Namen gefunden habt, dann hättet ihr euch erkundigen müssen bei uns. Wir hätten euch schon jeder noch 10 genannt, dann hätte er 30. Ich hätte keinen verraten. Kein verraten. Ne? Aber jetzt im Begriff Frauenförderung. Es gibt genügend, warum die jetzt, das war ja auch ein Teil der Frage, warum jetzt nicht im Fernsehen oder in der Anstalt nicht so repräsentiert werden, das weiß ich nicht, ganz ehrlich. Aber ich sehe doch aber auch in der Anstalt durchaus die Tendenz, das zu berücksichtigen. Also ich habe jetzt genug Sendungen in der neuen Anstalt, also seit Max Uthoff und Klaus von Wagner die machen. Da habe ich doch immer wieder weibliche Kolleginnen und Kollegen. Ne, aber ich finde, es gehört, also gleichzeitig, also ist es, merkt man sozusagen, also so ein ganz großes Relikt aus alten Zeiten noch, aus so einer, also immer noch patriarchalen Gesellschaft, merkt man da am krassesten, finde ich. Weil da geht es nämlich so um Rollenbilder. Und das Rollenbild ist nach wie vor so, also sag ich jetzt mal, Mainstream-Rollenbild ist so, Frauen sind erstmal nicht lustig.
So, und deswegen trauen sich... Ist widerlegt. Ist widerlegt. Nein. Moment, ja. Ich rede jetzt vom Bild und ne, so überkommen es. Das heißt nicht, dass ich das teile, aber ich glaube, das ist immer noch eine groß vorherrschende Meinung. Und es gibt immer noch sehr viele, die sich das gar nicht erst trauen. Ich kenne sehr viele lustige Frauen, die stehen aber alle nicht auf der Bühne. So, und ich glaube, das ist auch Teil dieser, also das muss man auch, also das ist mein Reflexionsprozess. Also, ne, also das ist so, das denke ich immer, das merke ich oft, dass so eine, das gibt es einfach immer noch so krass. Und wenn eine Frau kann, wenn eine Frau auf einer Bühne steht, ist das immer noch was anderes, als wenn ein Mann auf der Bühne steht. Eine Frau wird anders wahrgenommen, eine Frau kann weniger bösartig sein. Oder wenn, dann muss das irgendwie abgefedert sein. Also das ist schon noch eine andere Nummer. Also ich glaube, das ist schon ja, ein Ausdruck von einem überkommenen, also, Rollenbild, das da immer noch am krassesten ist. Ich finde, wir leben in einem Land, wo die Regierungschefin eine Frau ist, wo die Verteidigungsministerin eine Frau ist, wo die Vorsitzende der Oppositionspartei eine Frau ist. Also irgendwie können wir Männer auch einfach mal sowas sagen. Was? Das stimmt und das macht die ja gelegentlich auch. Nein, ich finde, habe jetzt gerade eine ganz interessante Parallele festgestellt zwischen dem, wie du das beschrieben hast, was die Wahrnehmung ist. Und es ist ja nicht so, dass da irgendjemand was dafür kann und schon gar nicht die anwesenden Männer. So, aber in einem politischen Raum habe ich zum Beispiel auch folgenden Mechanismus beobachtet, wenn Mann und eine Frau in Streit kommen. Also ich war sozusagen früher für Verkehrspolitik zuständig im Sächsischen Landtag und der Minister war männlich und doppelt so alt wie ich, hatte eine tiefere Stimme. Und ich hatte die Sachen, über die ich gesprochen habe, gründlichst gelesen und wusste dann die Studien ganz genau zu zitieren. Wenn wir uns aber gestritten haben, welche Zahl stimmt, ich hatte eine höhere Stimme, sozusagen war nicht ganz so groß und er hatte eine tiefe Stimme, dann hat niemand gesagt, oh, wir glauben ihn, weil er Mann ist und eine tiefe Stimme ist, sondern das läuft ja viel unterschwelliger, sodass die Kompetenzvermutung halt eher geprägt ist durch gewisse Rollenmuster, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte eingeschleift haben. So. Und das kann man nicht einfach mit einer Maßnahme auflösen, aber man kann einfach darum wissen, dass es sowas gibt. Und es gab auch Untersuchungen bei Veranstaltungen, wo Frauen 20% der Redezeit hatten und man hat sie hinterher befragt, was habt ihr denn für einen Eindruck, wie viel Prozent habt ihr geredet? Und so, naja, wir haben schon ganz schön viel geredet. Und so, weil man halt dachte, wenn man nur ein Fünftel der Redezeit hat, dass man dann irgendwie schon über viel geredet hat. Also das sind aber so ganz subtile Sachen, die sich eher eingeschleift haben. Und ich glaube, ähnlich ist es mit dem Humor, wobei ich jetzt auch finde, auch dank Missy Magazine habe ich da auch von der einen oder anderen gehört, dass es auch im Bereich von Humor sozusagen die Frauen im Kommen sind. Aber das ist halt, die haben es vielleicht schwerer. Also auch, weil die Verteidigungsministerin genannt worden ist oder die Bundeskanzlerin. Also ich meine, wie viele männliche Pappnasen sitzen in diesem Kabinett sozusagen, die sich bestimmt viele fachliche Fehler leisten konnten, wo ich mich frage, wenn sozusagen Ursula von der Leyen, ich meine, ich stimme mit ihr politisch nicht überein, aber wenn sie fachlich so schlampig aufgetreten wäre wie de Maizière, ob sie dann noch in diesem Amt wäre, würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Und auch mal zur Frage wegen Frauen im Kabarett. Es gibt im WDR, beziehungsweise ich glaube teilweise auch in der ARD, die Sendung Ladies Night. Da treten nur Frauen auf. Da kommen wir nicht rein, da können wir uns im Kopf stellen. Da will ich auch gar nicht rein. Die Frage muss man erstmal, ich höre immer Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Das ist also eine Struktur, dafür sind wir nicht verantwortlich. Da sollte man sich mal, oder Herr Butzko als Fußballfan. Kennst du das Wort Frauenfußballmannschaft? Gut, gibt noch einiges zu tun. Im Zweifelsfall haben wir Frauen das Problem, dass, weiß ich auch beim Kabarett, wir zetern und Männer kritisieren, was zum großen Teil auch noch immer an althergekommenen physischen Wahrnehmungen liegt, aber das hindert uns nicht daran, das zu versuchen, oder? Ja, und genau. Langsam hat sich auch das Patriarchatenproblem. Der nächste, ich hatte hier vorne noch eine Frage gesehen. Ja, also ich habe dieses Ungleichgewicht, was Till Reiners gespürt hat, auch so ein bisschen gespürt, dass wir jetzt hier, wir sind alle Kabarett-Freunde und hier Vertreter des Kabaretts vor Ort. Und ich glaube aber, ganz viel Zustimmung zum Kabarett, gerade was die Heute-Show betrifft, kommt auch einfach, weil es ein bisschen höhere Unterhaltung ist. Also der Unterhaltungsaspekt ist dabei auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es würde mich auch interessieren, was Sie als Leute vom Fach quasi dazu sagen, dass halt die Heute-Show ist ja trotzdem wesentlich interessanter oder wesentlich beliebter als die Anstalt, obwohl die Anstalt wesentlich kritischer und schärfer ist und eigentlich viel politischer. Das heißt, wie viel Auswirkungen hat politisches Kabarett im Endeffekt wirklich auf
eine politisierte Bevölkerung und Zuschauerschaft. Ist das so? Weiß ich nicht. Ist die Heute-Show beliebter als die Anstalt? Ja, weiß es auch nicht. Welche Untersuchung? Die Heute. Wo sind die Zahlen? Glaube ich gar nicht. Na, erstmal ist die Heute-Show wöchentlich und das ist ja schon mal auch eine Aussage. Und sie ist sehr gut gemacht. Das ist, sind sehr viel mehr Leute, die daran mitarbeiten. Und sie bearbeitet eben auch weitgehend das Thema. Also da sind Clips von Politikern, wo die sich daneben benehmen. Das ist eine wesentliche Säule der Sendung. Das ist natürlich unterhaltsam, aber das ist meiner Ansicht nach so das Niveau, wie man in der Schule Witze über den Lehrer macht, wenn er sich zur Tafel dreht. Also das ist sozusagen der Humor, der die Verhältnisse stabilisiert. Und aber nichts gegen die Heute-Show ist eine tolle Sache und im Zuge Humorentwicklungsland ist das toll. Aber ich finde, natürlich muss das unterhaltend sein, aber ich glaube tatsächlich, dass sich die Funktion von Kabarett ein bisschen verändert hat und ich mache das jedenfalls so und ich glaube, es ist schön, Zusammenhänge herzustellen und das macht Spaß. Jetzt wollte ich noch den einen Beitrag loswerden. Ja. Den, ach ja, ehrlich? Ja, wo Norbert Rheinländer das gerade gesagt hat, mit der Westtangente, diesen kleinen Initiativen, dann wollte ich noch was zur Struktur sagen. Also diese Bürgerinitiative hat daran gearbeitet, dass Berlin nicht totale Autostadt geworden ist. Also da, wo jetzt diese Stage ist, wo das Lindenberg Musical ist und wo die Staatsbibliothek ist, würde eine Autobahn lang gehen durch die Stadt. Und diese Initiative ist dafür verantwortlich, dass es hier diesen Park gibt an der Yorkstraße. Und wie dann solche Initiativen wirken in so einer Struktur, da hat die Initiative dafür gesorgt, dass die Ausgleichsgelder für den Potsdamer Platz, für ökologisches Bauen und so, in diesen Park geflossen sind. Und wem kommt das zugute? Ja, wem kommt das zugute? Den Vermietern, den Besitzern der Häuser, die ihren Wert steigern können. Und das ist eben das Ungleichgewicht, dass die kleinen Initiativen kein Geld haben und auch keine Öffentlichkeit, unglaubliche Erfolge erzielen, aber die Profiteure sind andere. Und das ist eben das Thema Struktur. Und deswegen bin ich auch dafür, außerhalb dieser Strukturen versuchen, was ganz Neues zu machen. Das war jetzt aber nicht so richtig auf deine Frage. Ja. Das war ein neues Thema. Genau. Ganz transparent gemacht von Herrn Rating, dass er ein neues Thema anschneidet. Also da muss ich jetzt. Aber wollt ihr noch was zu der Frage? Also ihr hättet das Lindenberg-Musical verhindern können. Und ihr habt es nicht gemacht. Okay. Das war jetzt heute schon Humor. So, das genau. War, ja. Also das war die Anstalt und das war heute schon. Ja. So. Aber das. Vorhin die Frage der Vermischung der Formate, dass bei der Heute-Show ein bisschen mehr Comedy drin ist und die dadurch leichter gutierbar ist. Da hatten wir das schon mal so ein bisschen angesprochen. Ja, die Frage ist also besser die Heute-Show so als gar nicht. Oder wünschen wir uns eine Welt, in der Heute-Show vielleicht noch auf eine Bürgerinitiative hingewiesen wird, an der man teilnehmen kann oder auch in verhohene Form. Aber ich finde zum Beispiel, dass in der Heute-Show auch schon mal so durchaus komplizierte Themen wie das TTIP angesprochen wurden und auch durchaus mal mit ein paar Sätzen auch erklärt. Und die Zielgruppe von der Heute-Show ist vielleicht auch eine andere als die von der Anstalt. Vielleicht ist die Zielgruppe von der Heute-Show auch noch mal ein jüngeres Publikum. Und vielleicht ist es auch ganz okay, so eine Art Sendung mit der Maus für politische Themen für etwas Spätpubertierende. Ist völlig okay. Ja, und das Ding ist ja, also das, und es gibt mehr Zuschauer, weil wir auch drüber lachen. Also ich finde es ja trotzdem auch lustig. Also ich sage ja jetzt nicht bafui, aber das ist jetzt aber nicht so gutes Kabarett. Also wenn sich jemand verspricht und man kann sich da geil drüber lustig machen, dann finde ich das ja auch witzig. Also, ja. Oder? Also du, ja. Also das wollte ich auch gar nicht kritisieren. Genau, nein, aber ich meine, da nimmt man vielleicht, also da können sich sozusagen alle drauf einigen und bei den vielleicht dann etwas politischeren Sachen können sich dann vielleicht nicht mehr alle drauf einigen. Oder das ist dann irgendwie. Bei der Anstalt geht es ja darum, wirklich 45 Minuten lang einem Faden zu folgen. Ja. Also das neue Konzept der Anstalt mit Uthoff und von Wagner ist ja tatsächlich, dass ein Thema für eine ganze Sendung behandelt wird. Das hat es ja vorher in der Anstalt nicht gegeben und ich glaube im deutschen Fernsehkabarett so nicht gegeben, dass man sagt, wir machen nicht den Rückblick. Viele Kabarettsendungen haben immer den Monatsrückblick gehabt, ob Mitternachtsspitzen, auch die Anstalt, Otti Schlachthof, wie sie alle heißen, einen Monatsrückblick. Und die neue Anstalt hat gesagt, wir machen ein Oberthema und wir gehen mal fernab von der Aktualität und widmen uns mal um
irgendwas tiefer zu durchleuchten, mal nur einem Aspekt. Und dann kommt noch hinzu, dass die Gäste Sketche spielen müssen. Wir alle drei haben das mal erlebt. Was das für ein Bohai ist, ohne Spickzettel, ohne Teleprompter, ohne Souffleur, auch noch eine neue Spielform zu entwickeln, dass eben die Gäste in Sketchen eingebunden sind, um ein Oberthema zu behandeln. Das ist vielleicht etwas, was tatsächlich dann eben eine Aufmerksamkeit braucht. Vielleicht auch anstrengend ist. Vielleicht auch, weil wir angestrengt sind, uns Texte zu merken oder so. Ja? Dass es eben dann eben nicht diese Zuschauerzahlen hat, wie die Heute-Show. Aber dafür eben, wo die Quantität fehlt, gibt es aber eine andere Qualität. Deswegen ja meine Frage quasi, ist politisches Kabarett trotzdem auf einem guten Weg? Natürlich, weil es findet ja nicht im Fernsehen statt. Politisches Kabarett findet nicht im Fernsehen statt. Wir alle, ich glaube, das kann ich sagen, sind auf der Bühne besser als im Fernsehen. Und auf der Bühne findet politisches Kabarett statt. Das war doch eine Werbung, in eure Shows zu gehen. Schön gesagt. Also jetzt morgen, übermorgen, übermorgen, übermorgen. Danach der Reiners im Dezember, Herr Rating im Oktober. Und dann noch das Buch lesen. Und dann noch Frau Kippings. Wir müssen jetzt auch tatsächlich langsam zum Ende kommen. Ich möchte trotzdem noch mal fragen, ob es noch Fragen gibt im Publikum sozusagen, im Wohnzimmer, im erweiterten Wohnzimmer. Nee, das ist im Augenblick nicht der Fall. Ich würde gerne noch eine Sache, wenn noch mal darauf, gibt es von euch drei Kabarettisten eine Sache, die ihr Frau Kipping gerne sagen wollt, und gibt es von Ihnen, Frau Kipping, was Sie den Kabarettisten gerne sagen würden, oder immer noch mein Aufruf, ob man sich nicht mal Teile einer Rede von einem Kabarettisten schreiben lassen kann. Nicht, weil man sie dann nicht weniger überzeugend vortragen kann, sondern weil die vielleicht Ideen für Bilder haben, die ihnen total leicht von der Zunge gehen, wo sie aber selber noch nicht drauf gekommen sind. Weil Grundvoraussetzung ist natürlich, dass sie das gut vortragen können, dass es in ihrem Sinne ist. So, also erstmal so rum, irgendwas, was man... Frau Kipping als nein, okay. Hätte ja sein können, dass man bleiben, sagt, als bleiben Sie gesund und lang aktiv. Ja, natürlich. Okay, ja. Ich habe es schon gesagt, Grundeinkommen, wunderbar. Ja, genau. Obwohl das auch kein Allheilmittel ist, weil dann werden die Mieten steigen und das wird zum neuen Hartz IV werden, aber es ist eine kleine Hoffnung, dass sich was ändert. Das stimmt, deswegen muss das Grundeinkommen immer einhergehen mit einer lebendigen Zivilgesellschaft, kämpferischen Gewerkschaften und guten linken Parteien und kritischem Kabarett. Nein, also es gibt Zivilgesellschaft, genau, also was ich mit auf den Weg geben will. Eine Frage auch vielleicht oder eine Bitte, man kann ja verschiedenste Sachen. Ich kann eigentlich bloß nochmal ein Kompliment wiederholen, was sozusagen nicht nur ein Kompliment an Kabarett, sondern auch schon eine Kritik an wie sozusagen in der Öffentlichkeit Sachen aufbereitet werden. Ich fand, dass zu vielen Themen politisches Kabarett oder einfach Satire die aufklärerischsten Beiträge, also bei den großen Fragen, die uns umgetrieben haben, wie Eurokrise und Flüchtlingszahlen, also ich mag den Begriff Flüchtlingskrise nicht, weil ich finde, Menschen, die ankommen, sind keine Krise. So, und ich meine, ist jetzt eh nicht so, dass ich im Kabarett irgendwas von Politik mit auf den Weg geben lassen will, aber wenn ich irgendwas sagen darf zum Abschluss, würde ich nur sagen, ich habe in großer Sorge festgestellt, wie sich nach den schrecklichen Anschlägen in Paris in die Trauer und die Bestürzung, die uns alle erfasst haben, zunehmend Hass und eine Art militärische Mobilmachung sozusagen reingemischt haben, und ich große Sorge hatte, dass man in die wirkliche Falle des IS tappt, und die heißt, dass man jetzt auf Militär und auf Aversion gegenüber Flüchtlingen reagiert, weil das wäre genau das, was der IS gewollt hat. Und wenn politisches Kabarett irgendwie mit dazu beitragen kann, da kritische Fragen sozusagen mit zu streuen, wäre das großartig. Das macht Till mit der Ingbetter Fahne. Du hattest noch keine Frage. Till, du hast das letzte Wort. Das letzte. Genau. Ich muss dringend aufs Klo. War schön. Vielen Dank. Nee, wirklich, ich muss wirklich dringend aufs Klo. Es kommt davon, wenn man vorher ein Bier trinkt. Das war der Grund, warum ich vorher keins getrunken habe. Vielen Dank an alle, die gekommen sind hier oben auf dem Podium und auch da unten in großen Anführungsstrichen. Mini-Zusammenfassung, vierte Gewalt in Anführungsstrichen, Satire brauchen wir, glaube ich, um gute Politik zu machen. Wenn das ist ja immerhin was. Haben wir noch einen mehr. Und ihr werdet nicht finanziert von niemandem, noch nicht. Herr Rating würde sich nicht von VW eine Deutschlandtournee finanzieren lassen. Das nehme ich auch noch mit. Das lässt mich besser schlafen. Gut, geh pullern. Sie auch. Vielen Dank. Schönen Abend noch.